Der Song war so schnell zu Ende, ich könnte ewig zuhören. Ich danke dir. Dankeschön. Ich fand die Veranstaltung, die ging schon vor einer Dreiviertelstunde los. Und ich danke Thomas sehr für dieses kleine Zimmerkonzert. Wunderschön, haben wir auch letztens in Düsseldorf auch gemacht. Ne, am Freitag war richtig großer Bahnhof. Wie kriegen wir dich jetzt runter? Ich habe vorhin einen euch in die Runde gefragt zu euch und das fand ich sehr erstaunlich. Ihr betreibt die ganze Zeit Diffamierung und habt Unterstellungen. Und ich habe vorhin in die Runde gefragt, ob mal jemand helfen kann, diesen Rollstuhl hochzutragen, diese 6 Treppen. Und da hat tatsächlich doch jemand gesagt aus der Gruppe, er saß ganz links, das kommt drauf an, zu welcher Gruppe er gehört, hier oben oder da unten. Damit hat er sich leider keinen Gefallen getan. Ich finde es nur pfui. Tut mir echt leid. Vielen lieben Dank, Thomas Gundert, und ein großer Applaus bitte. Du kannst gerne ja da. Gerne. So, der Rolf, der wollte noch gerne was sagen. Jan, kannst du ihm ein bisschen helfen? Ja, genau. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ja, das muss ich auch mal sagen, schön, dass wir hier so zahlreich erschienen seid. Und das, ja, ich freue mich fast auch, dass ihr da seid, weil eigentlich hätte ich heute Abend nicht selber eine Veranstaltung, würde ich zu dem Thema Antisemitismus und gegen Rassismus mit euch da stehen und demonstrieren. Das ist verwunderlich, ne? Das Leben ist, ja, wir haben schon oft genug gegen Antisemitismus und diese Themen demonstriert. Aber das Leben ist manchmal suspekt, kurios. Wie kann man sowas verhindern, dass so Missverständnisse entstehen? Nur durch Information kann man das verhindern. Und gerade mal eine kleine Information an euch. Wisst ihr vielleicht, ne, wenn ihr dieses Thema so wichtig findet, wie ich auch übrigens, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, dass unsere jüdischen Freunde heute Neujahr feiern. Die feiern heute Neujahr. Und das nicht seit eben, sondern seit 5740 Jahren oder so ähnlich. Und wenn man eine andere Kultur sieht und wundert sich, was machen die denn da heute? Oder man versteht das gar nicht. Und dann hilft nur fragen oder informieren. Und im Übrigen feiern morgen unsere muslimischen Freunde Neujahr.
Nur mal als Information, wenn ihr also morgen einen Muslim sehen solltet, dann wünsche ich ihm einfach alles Gute, ein gesegnetes neues Jahr. Das haben die verdient. Ja? Und da es nur Information wirkt, habe ich euch die Informationen hier gegeben. Oder ich fand es einfach sehr interessant, heute Morgen auch nochmal zu hören und nochmal nachzulesen. Wir wollen uns hier informieren, ganz parteifrei und fair und auch friedlich. Und ihr wollt friedlich demonstrieren, hat jeder das gute Recht dazu. Und so treffen wir uns heute zum fünften Bürgerdialog. Ja, ich habe es ja gerade erklärt. Wir feiern. Ne? Ja, ihr wolltet heute friedlich feiern. Schön, dass ihr das so toll hinkriegt. Und ich begrüße euch heute zum fünften Koblenz im Dialog. Und gebe weiter an Sabine. Ja. Wir haben es gestern schon über Facebook und an die Zeitungen herausgegeben, weil ja doch diese Gegendemos langsam Kreise ziehen und wir angesprochen werden. Und viele unserer Freunde sagen, das kann ja irgendwie nicht mit rechten Dingen zugehen. Und die haben eigentlich, die haben so recht. Und deshalb wollten wir wenigstens den Leuten auf diesem Wege mitteilen, wie unsere Position ist. Und das möchte ich gerne hier vor allen vorlesen. Seit der ersten Ankündigung der Veranstaltungsreihe Koblenz im Dialog im März 2018 hat die Veranstaltung für Aufsehen gesorgt. Es ist von Beginn an das Ziel, Menschen zusammenzubringen, um gesellschaftliche Themen der Zeit in einem Bürgeraustausch zu diskutieren. Vernunftbasiert, parteifrei und bürgernah. Was liegt näher, wenn man dazu Experten einlädt und sich anhand dieser Themen, Jan, es müsste ein bisschen zurückgenommen werden, anhand dieser Themen auf Gespräche und Diskussionen einlässt. Jeder Vortrag war bis heute überaus spannend und informativ. Die Gäste sind im Laufe der Veranstaltungen aufeinander zugegangen und tauschten Quellen aus für weitergehende Lektüre und Vortragsveranstaltungen. Manche trafen sich sogar in kleineren Gruppen, um weiter zu diskutieren. Das führte so weit, dass die Vortragsgäste ihre eigenen Themen einbrachten. So findet heute zu überwiegend diesen Themen ein Bürgeraustausch statt. Durchaus kann das auch mit Musik, mit Rezitation, wie auch immer sein. Wir sahen uns als Veranstalter von Beginn an von einem linksextremen Kollektiv, wie sie sich selbst bezeichnen, bedroht. Auf allen nur möglichen Social-Media-Kanälen wurden wir binnen kurzer Zeit einer unverhältnismäßigen Kampagne durch Unterstellungen, Diffamierungen und Falschaussagen ausgesetzt. Das wunderte uns schon sehr, da die Personen uns nicht kannten, weder mit uns persönlich gesprochen hatten, noch auf unsere inhaltlichen Korrekturen eingingen. Wir hatten den Eindruck, das Kollektiv hatte sich bereits festgelegt. Ein von uns gewünschtes klärendes Gespräch wurde von der Gegenseite abgelehnt. Oliver Anpöhler hatte die Vermittlung übernehmen wollen. Und jetzt weiß ich auch, wo der Hammer hängt. Jetzt ist er neues Linken-Mitglied. Super. Um Beschlüsse gegen mich durchzukriegen. Das ist natürlich eine Strategie. Ich gönne die euch. Aber Sebastian, du glaubst nicht im Traum. Du glaubst nicht im Traum, dass deine Guerilla-Kampagne jemals Erfolg haben wird, wenn die Leute von Koblenz, wenn Menschen von Koblenz rausfinden, wie viel Lügen ihr diesen Leuten auftischt. Das ist unglaublich. Und ich denke, so ein Ballon platzt irgendwann. Es ist vielleicht mal ein Spaß, den Spaß kann man sportlich sehen. Aber so langsam sehen wir das nicht als Spaß, wenn wir für Koblenz tatsächlich was erreichen wollen. Ja. Insgesamt 6 Stunden Vortragszeit zur Analyse des Neoliberalismus, zur internationalen Finanzpolitik oder dem Internationalen Währungsfonds ließ man von gegnerischer Seite, ich sag's mal in Anführungsstrichen, schlichtweg ungenutzt. Wir luden zur Diskussion ausdrücklich ein. Völlige Verweigerung war die Antwort. Okay? Von daher, es tut mir leid, wir versuchen das immer wieder, aber es ist einfach nicht möglich. Ihr könntet euch unter Umständen an eure gute Erziehung, erinnern und vielleicht genauso Platz nehmen wie all die anderen. Wo ist denn das Problem? Ich bin nicht eure Mutter, will ich auch überhaupt nicht sein. Okay? Ja. Ihr hattet ja eine. Ich hoffe,
Und ich hoffe von Herzen eine Liebe. Und wenn nicht, dann tut es mir wirklich von Herzen auch leid. Anstattdessen wurden die Anwürfe unsachlicher und hanebüchen und gipfelten schließlich in einer öffentlichen Todesliste auf der Heimseite der Organisation Die Partei. Der militante Arm dieser Partei formulierte dort bei Machtergreifung Tod und nannte die Veranstalterin, also mich, mit meinem Namen. Liebe Mitmenschen, wir empfinden das als Aufruf zu einer kriminellen Handlung. Und da hört für mich und für uns der Spaß auf. Wir sehen keinen Grund, uns zu verteidigen, möchten jedoch zu den einzelnen Vorwürfen Stellung nehmen und uns klar positionieren. Koblenz im Dialog ist antisemitisch, tragt ihr vor. Die Veranstalter lehnen Antisemitismus strikt ab. In keiner der bisherigen Veranstaltungen wurden Themen besprochen, die darauf zurückführen können. Wir hätten eine Abneigung gegenüber dem Judentum. Das ist gelogen und üble Nachrede. Wir sind eher offen gegenüber andersdenkenden und andersgläubigen Menschen. Das können viele, viele unserer Freunde bezeugen. Und wir kommen auch sehr, sehr viel rum. Wir pflegen einige Freundschaften zu Juden und nahmen diese Unterstellung sogar zum Anlass, mit dem Vorstand der christlich-jüdischen Gesellschaft in der jüdischen Gemeinde Koblenz darüber zu diskutieren. Ob es antisemitisch sei, wenn man einzelne Aspekte der israelischen Politik offen in Frage stellt und diskutiert. Ihr könnt uns glauben, wir waren öfter einer Meinung mit den Gesprächspartnern als andersherum. Die ehemalige Vorsitzende des Koblenzer Freundschaftskreises, Peter Tikwa, bestätigte uns wortwörtlich, dass man sich unter Freunden auch mal Kritik gefallen lassen muss. Wir sind Freunde, wir, Deutschland und Israel, sind in gewisser Weise verbündet und das hat auch gute Gründe. Es gibt deshalb keinen Grund für eine Gegendemonstration mit israelischen Fahnen. Koblenz im Dialog ist querfrontlerisch, sagt ihr. Sind alle, die auf Sarah Wagenknecht stehen, Querfrontler? Die Frau gefällt uns persönlich. Also nennt uns getrost Querfrontler. Richtig ist, wir entstammen der bundesweit aktiven Friedensbewegung und setzen uns für einen gesellschaftlichen Wandel ein und dessen humanistische Werte. So sind wir aktiv in der Bewegung Stopp Rammstein und werben für die friedliche Koexistenz der Völker. Wir unterstützen den Verein Druschba, der sich für die Freundschaft und Frieden mit Russland einsetzt. Eine ziemlich dreiste. Also ich möchte dazu Folgendes sagen. Wer von euch kennt denn dieses tolle Lokal Dreams, was leider schließen musste in Koblenz? Ihr wisst ganz genau, dass diesen Club genauso Rocker geleitet haben. Und es sind so viele, sogar hier Herr Andreas Bohlender, jemand, der diesem, ich glaube, da ist irgendjemand gestorben, ich habe den Namen vergessen. Und viele haben getrauert um ihn. Mein Gott, ich denke, man muss Menschen so sehen, wie sie sind. Und wenn sie einen Fehler begehen, dann werden sie von der Staatsanwaltschaft oder von der Polizei bestraft. Danach ist die Strafe abgegolten und danach kann dieser Mensch ganz normal weiterarbeiten. Aber wer sagt euch, wer gibt euch Beweise, dass die Nachtwölfe in irgendeiner Art und Weise kriminell sind? Das sind doch Bild-Zeitungsniveau-Geschichten. Tut mir leid. Nur weil sie Putin-nah sind, sehen wir da keine Verbindung. Ich weiß, dass sie Druschba fahren und das waren mindestens 260 Autos, durch ganz Russland geholfen haben, Ersatzteile für ihre Autos zu finden, wenn die mal liegen geblieben sind. Das war ein toller Dienst. Wir fanden das richtig cool. Ja, das macht ihr mal. Ihr schafft es ja noch nicht mal, so einen Rollstuhl hier hochzubringen. Tut mir leid. Fragt, wer wohin gehört. Also das ist etwas, was ich nicht begreife. Eine ziemlich dreiste Geschichtsklitterung ist jedoch den Aufstieg der Nazis in den 1930er Jahren auf die Bildung einer Querfront mit Linken zurückzuführen. Wahr ist, dass es damals in der NSDAP einen antikapitalistischen Flügel gab, der jedoch 1932, also noch vor der Machtübernahme der Nazis, parteiintern weitgehend neutralisiert war. Die Querfront war ein gescheitertes Projekt des Reichswehrgenerals Strasser, der mitten aus dem konservativen Establishment stammte. Es war gerade kein gemeinsames Projekt von Linken und Rechten an der Basis. Auch mit dem Aufstieg der Nazis hatten diese Pläne wenig zu tun. Die Parallele zur Gegenwart ist in mehrfacher Hinsicht konstruiert und manipulativ. Zudem ist Koblenz im Dialog keine Partei.
Wir sind ein meinungsbildender, parteifreier Bürgerdialog. Ich bin noch nicht meiner Partei. Und wenn mir heute unterstellt wird, ich hätte gesagt, ich wäre bei den Linken, dann ist es schlichtweg gelogen. Ich habe immer bekundet, dass ich von der Friedensbewegung komme und da saß Sebastian Beuth bei einer sogar dabei. Und selbst linke Mitglieder, die Älteren, haben es euch auch nochmal gesagt, als ich nicht mehr dabei war, als ihr diesen Eklat hattet, dass ich von der Friedensbewegung manche Projekte der Linken gerne unterstütze. Klar, aber man kann natürlich nicht auf allen Hochzeiten tanzen, ist logisch. So, also haben wir die Obdachlosenaktion 8 Wochen gemacht und, oder 6, und ich fand die genial. Oliver hat die Geige gespielt, wunderbar. Das sind Projekte, die kann man wirklich unterstützen. Ich hätte es mit Tobias Christmann noch gerne weitergeführt. Aber die Träume sind leider irgendwie zerplatzt. Schade. Aber vielleicht nimmt das nochmal auf. Wir sind ein meinungsbildender, parteifreier Bürgerdialog. Damit erreichen wir den überwiegenden Teil der Bevölkerung der BRD. Denn nur 1,8% der Gesamtbevölkerung sind in Parteien organisiert. Nächster Punkt. Koblenz im Dialog ist rassistisch. Die Veranstalter sind weltoffen gegen jede Form von Rassismus und pflegen Kontakte in viele Kulturen. Also uns das vorzuwerfen, ist echt der absolute Hammer. Ich muss es sportlich sehen, aber das ist wirklich nicht okay. Man sollte mit diesen sensiblen Begriffen nicht so sorglos umgehen, wie es vielerorts geschieht. Koblenz im Dialog pflegt eine Nähe zur AfD. Das ist ausgesprochener Blödsinn. Reden wir Klartext. Reden wir Klartext. Guido Siborski, leider kann er heute nicht da sein, der ist heute zu einem Kongress in England, ist unser Freund. Zu ihm stehen wir als Mensch und guten Gesprächspartner. Vorwürfe gegen ihn als Volksverhetzer sind gelogen und betrafen 2014. Hör mal, ich bin mit meinem Mikrofon stärker, da kannst du ja brüllen, wie du willst. Also sie betrafen 2014 einen anderen Menschen im Personenkreis der Koblenzer Mahnwachen. Damit haben wir nichts zu tun. Punkt. Personen, die das in die Welt streuen, werden sich vor Gericht erklären müssen. Guido war uns gegenüber sofort bereit, bei soundtechnischen Fragen auszuhelfen. Dieses Angebot nehmen wir immer gern an. Dass er einst die AfD wählte, finden wir nicht toll. Aber man muss diese Unterschiede in einer Freundschaft tolerieren können. Er distanziert sich heute schon von den Inhalten dieser Partei, weil, fragt ihn selbst. Mit ihm kann man auch sehr gut reden, ist unglaublich. Wenn wir uns in Deutschland teilen lassen in Parteizugehörigkeiten und somit nicht mehr miteinander reden, ist das nach unserem Empfinden für die Demokratie kontraproduktiv und gesellschaftlich gefährlich. Der letzte Vorwurf. Koblenz im Dialog sind Verschwörungstheoretiker. Wir diskutieren gesellschaftliche Sachthemen der Zeit. Der Begriff Verschwörungstheoretiker ist im Original CIA-Sprache und er erübrigt sich für uns. Er wurde gezielt von George W. Bush eingesetzt, um Menschen mundtot zu machen, wenn sie einer anderen Auffassung waren. Er wird heute inflationär benutzt und ist abgelutscht. Ja, heute gelten viele der ursprünglichen Verschwörungstheorien durch Fakten und Zeitzeugen als bewiesen. Die kindischen Verschwörungen wurden uns durch Aluhut-tragende Gegner eher vorgelebt. Der Begriff Chemtrails wurde ausschließlich von die Partei benutzt. Sorry Leute, wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Liebe Zeitgenossen, es passiert viel zur Zeit, viel zu viel. Wir sehen es auch in Chemnitz, wie nicht nur wir es empfinden. Vorrangig finden spaltende Themen in die Öffentlichkeit zum Leidwesen der Stimmung in der Bevölkerung. Die Menschen müssen sich zu Gesprächen treffen, um sich darüber austauschen zu können. Nur so begreifen sie womöglich, welche Erfahrungen ein jeder gemacht hat und können besser aufeinander zugehen. Wir leben alle in einem dicht besiedelten Europa und die Demokratie lebt vom Diskurs und auch vom Konsens. Eine friedliche Lösung gibt es nur deshalb gemeinsam. Und dafür machen wir uns weiterhin in dieser schönen Stadt stark. Ja, jeder ist eingeladen, unserem Dialog beizutreten. So, das ist unser Statement dazu. Und ich möchte es weiterführen. Ich meine, ich finde es ja toll, dass ihr in der jungen Gruppe mit verschiedenen Strömungen eine linke Bewegung zustande bringt. Ich finde, das ist cool.
Aber vielleicht macht er... Es geht nicht um mehr und es geht nicht um wenig. Es geht um die Prozesse zu verstehen. Wenn er die Prozesse nicht kapiert und immer nur gegen irgendwas seid, aber nicht für irgendwas seid. Ich frage mich manchmal, Christian, Tobias, meine Güte, Oliver, ich kann diese Fäkaliensprache, kann ich als Linke. Und ich fühle mich tief in meinem Herzen, tief links. Ich hatte kommunistische Großeltern. Ich hatte eine gute Kinderstube. Also ich würde mit solchen Begriffen überhaupt nicht hantieren. Also das finde ich, ja, ich weiß nicht, damit arbeiten wir einfach nicht. So, und vielleicht sollte der eine oder andere sich überlegen, ob er dorthin gehört oder ob man vielleicht eine Reform in der linken Bewegung macht. Ich würde es euch wünschen. Also, vielen Dank, dass ihr auch da wart. Ich möchte jetzt nur kurz einen Satz sagen. Wir haben mit dem Ordnungsamt abgesprochen, dass in einem erträglichen Rahmen ihr dort stehen könnt. Aber ihr müsstet bitte etwas leise sein, damit wir nun unsere Veranstaltung fortsetzen können. Sollte das nicht der Fall sein und sollte sich hier im Publikum jemand aufhalten, der hier Krawall macht, dann wird er von mir als Veranstaltungsleiterin von der Fläche entfernt. Und das Ordnungsamt weiß auch Bescheid, dass ihr gehen müsst. Ich möchte, dass ihr den Vortrag hört, denn es wird sehr, sehr interessant sein, den Erich Neumann zu hören. So, und da kommen wir dann auch schon zum Erich Neumann. Ich möchte es nicht zu lang machen, Erich, aber dir seien ein paar nette Worte gewidmet. Zu unserer fünften Veranstaltung beschäftigen wir uns mit uns selbst. In der letzten Reihe haben uns tatsächlich einige gefragt, ob sie ihre eigenen Geschichten oder Probleme erzählen wollen. Das wollen wir in der Diskussionsrunde nachziehen, nach dem Erich Neumann. So, Erich Neumann wird bei Koblenz im Dialog bemerkenswerte Schlaglichter auf die Themenverweigerung in den Mainstream-Medien werfen und berichtet von eigenen Recherchen und ihren Ergebnissen, den Verbindungen von Justiz, Medien, Politik und Wirtschaft und wie sie manchmal auch zusammenarbeiten. Er nennt Defizite und Missstände zulasten der Allgemeinheit und proklamiert, viele Institutionen, Organisationen und Verbände sind nur noch gewollte Placebos und begünstigen damit diese Defizite. Höchste Zeit also, vor der eigenen Haustür zu kehren. Seine aufwendige Arbeit ist dabei, Licht ins Dunkel dieser Verflechtungen zu bringen. Ein klarer Fall, so weiß auch so mancher Polizeibeamter, ist aber noch kein gelöster Fall. Während die rasend schnelle Verbreitung von Fake News nahezu keine Grenzen kennt, ist es gänzlich anders bei den Themen, mit welchen sich Erich Neumann beschäftigt. Sein Anspruch geht dabei weit über die reine Publikation hinaus, zielt auf die Beendigung und Aufarbeitung der seinerseits im Fokus befindlichen Missstände ab und damit steht er vor einem gravierenden Problem unserer Tage. Er fühlt sich dabei manchmal alleingelassen. Betroffene, Geschädigte, Opfer, dazu können wir alle schneller werden, als es uns lieb sein kann. Sie müssen dringend die benötigte Solidarität erfahren. Erich Neumann hat bereits mehrere individuelle Initiativen dazu gegründet. Nach dem Vortrag wird die Diskussionsrunde mit den Fallbeispielen aus dem Publikum ergänzt. So, freie Tour. Erich Neumann, herzlich willkommen hier auf unserer Bühne. Ja, passt. Vielen Dank, Sabine. Und vor allem meiner Vorband, dem Thomas. Ich habe schon einiges erlebt, aber mit der Vorband anzunehmen, das ist für mich auch eine Lehre. Können wir es ein bisschen lauter? Klarer Fall ist der Einladungstext. Ich würde sagen, eher klare Fälle. Und dazu ist eigentlich meine Kritik, wir sehen alle zu oder wir sehen alle nur weg. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, ich mache einen relativ kurzen Vortrag, damit die Diskussion anschließend Raum beginnt und bitte Sie, sich für eine Gedenkminute für Tommy Hansen zu erheben, der heute in Dänemark beerdigt wird und am 18. August verstorben ist. Und 20, jawohl!
Haben Sie, vielen Dank. Tommy Hansen mit Free 21 hat mich mehrfach gebeten, bei ihm zu publizieren. Ich habe aber einen gänzlich anderen Ansatz. Tommy Hansen erklärt zum Beispiel als einer seiner Schwerpunkte, wie ist 9-11 entstanden. Ich halte dagegen jemand, der bei uns in Deutschland seine Rente aufbessern muss, indem er aus den Altcontainern Flaschenpfand sammelt. Den interessiert es herzlich wenig. Wir haben Probleme in Deutschland, wir haben Probleme innerhalb des Landes und die müssen wir lösen. Das ist eigentlich mein Thema. Und damit stellt sich die Frage, warum sollen Sie mir eigentlich zuhören? Was ist es, was mich bewegt? Was ist es, was ich Ihnen weiterbringen kann? Chemnitz ist in aller Munde. Und da hole ich Ihnen eine alte Kamelle aus 2011 raus. Die Bild-Zeitung hat darüber berichtet. Und wir spielen jetzt einen kurzen Bericht aus MDR 12. Ich greife mal kurz in den Inhalt vor. Das ist ein Bericht von ZAP, der über eine Justizthematik im Zusammenhang mit mir gebracht worden ist. Die hat der MDR 12 dann aufgegriffen. In einer Diskussion mit dem Geschäftsführer des Deutschen Presserates. Die Diskussion endet im Endeffekt damit, dass das, was passiert ist, der schlimmste Angriff auf die Pressefreiheit in Deutschland schlechthin sei. Über den Fall mit mir, der berichtet wird, musste aufgrund einer Parlamentsanfrage der Linken die sächsische Staatsregierung einräumen, dass sie innerhalb eines Jahres gegen 39 Journalisten im Dienst ihrer Tätigkeit Strafverfahren seitens der Staatsregierung eingeleitet worden. Das ist das Problem, womit wir in Deutschland leben, dass wir einerseits Mahnwachen für Dennis Cesel machen, der in der Türkei inhaftiert war. Nicht, dass ich dafür bin, dass in der Türkei jemand inhaftiert ist, aber das Recht, so etwas zu kritisieren, dagegen anzugehen, haben wir dann, wenn wir unsere eigenen Hausaufgaben gelöst haben. Und da schauen wir in Deutschland zu sehr, zu oft weg. Geschüchtert, behindert, bestraft. Das mag auf der Tagesordnung stehen in Bananenrepubliken oder in ehemaligen Ostblockstaaten, aber folgender Film zeigt, so etwas gibt es auch bei uns, zum Beispiel in Sachsen. Da reagierte ein Richter in Weißwasser auf eine Anfrage eines Journalisten mit einem Strafbefehl. Unerwünscht ist dort jede Kritik an der Justiz. Dieser Mann könnte bald vorbestraft sein. Er ist in den Fokus der sächsischen Justiz geraten. Er hätte allen Grund, unerkannt zu bleiben. Will er aber nicht. Er sagt, er hat nichts falsch gemacht. Das soll jeder wissen. Ich habe mir gar nichts vorzuwerfen. Ich habe Fragen gestellt. Die höchste Pflicht, die ein Journalist hat, ist für die Gewalt im Staat. Vorzuwerfen absolut nichts. Im Januar 2010 schickt der freie Journalist Erich Neumann eine Medienanfrage an das Amtsgericht Weißwasser. Er stellt zahlreiche Fragen zu den wirtschaftlichen Aktivitäten eines Richters. Die Antwort fällt dürftig aus, überzeugt ihn nicht. Überrascht hat ihn allerdings jetzt, rund ein Jahr später, ein Strafbefehl. 800 Euro soll er zahlen. Die Fragen, die ich gestellt habe, haben nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Beleidigungscharakter. Der Deutsche Presseverband DPV sieht das nicht so, hat den Strafbefehl durch die Hausjuristen prüfen lassen, unterstützt Neumann. Seine Fragen seien keine Beleidigung, hier habe er schlicht nach der Arbeit eines Richters gefragt. Ein Journalist muss dies hinterfragen dürfen im Rahmen seiner Recherche. Muss das möglich sein? Wo kommen wir denn dahin, wenn wir in einer Demokratie diese Fragen nicht stellen dürfen als Journalisten? Da werden wir komplett in unserer Pressefreiheit beschnitten. Seit Jahren recherchiert Neumann in Sachsen, publiziert seine Erkenntnisse auf justizkritischen Internetseiten. Hier in Weißwasser hat er umfangreich recherchiert zu den Nebentätigkeiten eines Richters. Die Ergebnisse wollte er mit seiner Anfrage überprüfen. Der betroffene Richter, der über eine Nebentätigkeitsgenehmigung verfügt, soll offenbar Spezialreisen angeboten haben. In der Anfrage habe ich deutlich zum Ausdruck gebracht, dass mir niemand sagen konnte in dem Reisebüro bei Anrufen, was das Spezial der Reisen ist, Tauchreisen, was auch immer. Im Strafbefehl gegen Erich Neumann heißt es dann jedoch, dem Geschädigten wird vorgeworfen, nebenberuflich Spezialflugreisen unter anderem nach Thailand anzubieten. Dies enthält die ehrverletzende Unterstellung, der Geschädigte würde im Bereich des Sextourismus tätig sein. Herr Neumann selber hat in seiner Medienanfrage nie erwähnt, dass sich der Richter mit Sextourismusreisen beschäftigt.
Das heißt, es ist im Grunde genommen eine Interpretation der Staatsanwaltschaft oder des Gerichtes selber. Bei dem Verfahren gibt es weitere Merkwürdigkeiten. Der Strafbefehl wurde ausgerechnet durch das Amtsgericht Weißwasser erlassen. Doch hier arbeitet ja auch der Richter, zu dessen Nebentätigkeiten Erich Neumann seine Fragen stellte. Ein Richter entscheidet quasi über den Vorgang eines anderen. Doch das Amtsgericht Weißwasser sieht darin keine Interessenkollision. Die Frage einer Interessenkollision, also die Frage nach Ausschließung oder Ablehnung eines Richters, unterliegt der Entscheidung der zuständigen Richter in richterlicher Unabhängigkeit. Erich Neumann lässt sich nicht einschüchtern. Er hat Einspruch eingelegt gegen den Strafbefehl. Es geht ihm nicht um die 800 Euro Geldstrafe, es geht ihm um Aufklärung. Deshalb recherchiert Neumann weiter und stellt weiter Fragen. Kritisch, bohrend, unbequem. Auch wenn er damit, nach Ansicht der sächsischen Justiz, die falschen Fragen stellt. Ich denke, über diesen Vorgang sollten wir noch etwas weiterreden. Wir haben eingeladen den Geschäftsführer des Deutschen Presserates, Rechtsanwalt Lutz Tillmanns, aus Berlin heute zu uns gekommen. Herzlich willkommen. Herr Tillmanns, dieser Konflikt, Presse, Journalist, Justiz, ein Einzelfall? Ich befürchte, nein. Also es sind, ich habe das mal recherchiert, es sind 21 Fälle, allein in Sachsen jetzt in den letzten Jahren, sind ja vorgekommen, wogegen Journalistinnen und Journalisten ermittelt, vorermittelt, ermittelt, bis hin eben auch Gerichtsverfahren initiiert worden sind. Es wird hier in dem konkreten Fall aus meiner Sicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ist dadurch die Pressefreiheit gefährdet? Ich mache jetzt hier einfach einen Cut für diese Diskussion, die noch eine Viertelstunde weitergeht, wo sich die Herren also über alle möglichen Auswirkungen der Pressefreiheit unterhalten. Tatsache ist, dass aus diesen 39 Strafverfahren nichts mehr passiert ist. Zu dem Richter folgenden Hintergrund. Wir haben recherchiert, dass der Vater des Richters mit 16 Millionen D-Mark Steuerverbindlichkeiten nach Argentinien geflohen ist. Sein Sohn mitgenommen hat. Wir haben von dem Sohn kein deutsches und kein argentinisches Staatsexamen feststellen können. Er war Staatsanwalt, jetzt ist er Richter. Er wohnt in der Nähe von Weißwasser im Landgut. Das kann man eigentlich mit den Verdiensten eines Richters oder Staatsanwalts im Unterhalt nicht bestreiten, kaum dass man sich erwerben kann. Ländereien drumherum gehören ihm, die Firmen des Vaters, die in Herben in Westfalen pleite gegangen sind. Da hebt jemand jetzt in Weißwasser das Telefon ab. In den Amtsakten des Sachsensumpfes ist von dem kinderfickenden, hinkenden Staatsanwalt die Rede. Das ist nicht mein Slang, das steht so in der Amtsakte. Und dieser ehemalige Staatsanwalt und jetzige Richter hat einen Gehfehler und eine Zwangsprostituierte aus dem Kinderbordell Jasmin hat ihn eindeutig als Freier identifiziert. Das ist das Geschmäckle dabei, wenn man Sexreise unterstellt, obwohl Sexreise nie in den Mund genommen worden ist. Die Ruhrkohle-Stiftung hat mittlerweile Millionenbeträge in Nordrhein-Westfalen investiert, um Schäden, Grundwasserschäden zu vermeiden in Kohlegruben in Nordrhein-Westfalen, wo diese Abfälle verklappt worden sind vom Vater. Das wird bezahlt und wird abgedeckelt und das war's. Die These, die ich aufstelle, hätte man 2011 dieses Thema weiterverfolgt und ein zweites, was ich Ihnen jetzt dann anschließend kurz anreise, dann hätte damals der Herr Biedenkopf als Ministerpräsident gewankt. Sein Nachfolger, der Herr Tillich, der zu meiner Zeit, als dieser Fall war, immerhin stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender des ZDF war und damit eine ganz besondere Bewandtnis zur Pressefreiheit haben sollte zumindest, wäre es wahrscheinlich nicht geworden und die heutigen Auswüchse kämen, das hätte man nicht, wenn man damals an die Ursache gegangen wäre. Was ist die Ursache? Eine andere Ursache. Ich habe in meinem Mandanten-Klientenkreis, wie man es nennen will, einen Mann, der hat in der Nähe von Dresden viel Geld als Westdeutscher in eine Golfanlage investiert. 3 Tage bevor ihm diese Golfanlage im Rahmen der Erbpacht zugeschlagen werden sollte, fällt ein Schuss. 100 Tage Koma, schwerstpflegebedürftig. Es gibt einen Menschen, der sich dieses Mordanschlages beschuldigt hat. Der hat 4,5 Jahre Haft bekommen. Nur der kann es beim besten Willen nicht gewesen sein. Wir haben in dem Verfahren diverse Einschusswinkel, wir haben diverse Profilgrößen.
Die Waffe, um die es gegangen sein soll, die es aber nicht gewesen sein kann, wurde kurz nach dem Prozess in der ersten Instanz auf Anweisung der Staatsanwaltschaft vernichtet. Das T-Shirt, was das Opfer getragen hat, wurde von der Polizei so gut verwahrt, luftdicht verschlossen, dass es nach wenigen Tagen verschimmelt war. Und so sind die Beweismittel weg. So ist es unterdrückt worden. Das Pikante an diesem Fall: Das Opfer kämpft nicht nur um seine Rehabilitation. Es stellt in diesem Kampf Folgendes fest: Es gibt ein Opferentschädigungsgesetz. Das Opferentschädigungsgesetz, wenn wir es ganz kurz machen, sagt, bei zweckgleicher Leistung tritt das Opferentschädigungsgesetz hinter andere Leistungen zurück. Vollkommen richtig, niemand soll zweimal Geld bekommen. Aber in der täglichen Anwendung lässt der Gesetzgeber das Zweck weg, spricht nur noch von gleicher Leistung und sagt, naja, sie bekommen ja Geld. Das kann aber aus ganz anderen Töpfen sein, Berufsgenossenschaft, was auch immer. Und so werden traumatisierte Gewaltopfer, traumatisierte Menschen, Tausende von Gewaltopfern Jahr für Jahr in Millionenhöhe um ihren Schadensersatz geprellt. Verantwortung, Bundessozialministerium, bisher in Händen von Andrea Nahles als Sozialministerin, nicht nur Arbeitsministerin. Wenn Sie an Skandale noch größere Prägung wollen, es gibt ein Ehepaar in Detmold, das kauft sich einen ehemaligen Schießstand, noch vom Deutschen Reich, später von Briten und Holländern benutzt, als Reiterhof. Die Pferde scharren, es kommt aller mögliche Unrat raus. Die beiden sind hochgradigst vergiftet, erzeugungsunfähig, Lebenserwartung deutlich eingeschränkt. In der tiefergehenden Recherche kommen zwei Faktoren ans Tageslicht. Die EU hat seit 2008, und denken Sie dran, 2008 hatten wir noch keine Griechenland-Thematik, da war eine Million noch viel Geld, Milliarden von Konversionsmitteln bezahlt, um ehemalige militärische Anlagen zu sanieren. Diese Sanierungen sind weitgehend nicht erfolgt. Das Geld ist in einer Bundesimmobilienanstalt geparkt. Und für diese militärischen Anlagen fehlt die Freigabe, die zwingend erforderlich ist seitens der NATO, dass eine zivile Nutzung möglich ist. Bedeutet in der Konsequenz, wenn heute auf der Anlage privat gebaut ist, Gewerbe gebaut ist, Altersheim, völlig egal was drauf ist, und die Militärs sagen, wir brauchen es wieder, und Sie können gerade heute in der Presse lesen, die Amerikaner stocken wieder auf, dann kommen die mit dem Bulldozer und schieben weg. Ich habe in der Woche vor der Bundestagswahl in Frankfurt den Ralf Stegner, Vizevorstand der SPD, angesprochen auf das Thema. Und Stegner sagt ganz locker, ja, wissen wir, ist so. Und sagt Herr Stegner, dann ist aber die BIMA die Schwarzgeldkasse von Herrn Schäuble. Und guckt er mich an, zieht die Augenbrauen hoch und sagt, so knackig hast du nicht, aber ja, das ist so. Das gleiche im April der Claudia Roth als stellvertretende Bundestagspräsidentin gesagt. Und Roth sagt, ja, lösen wir. Sie kommen nach Berlin. 15. April habe ich mit ihr gesprochen, jetzt haben wir September, ich war seither noch nicht in Berlin. Das heißt im Klartext, unsere Politik weiß längst, dass sie die Lösungen nicht mehr erbringen kann. Aus der Thematik heraus, dass die Politik längst am verlängerten Arm des Großkapitals sitzt und das zu tun hat, was das Großkapital diktiert. Also nichts Dümmeres gibt es als den Ruf, Merkel muss weg. Sie können die Kanzlerin austauschen, in wen Sie wollen. Der neuen Kanzlerin oder dem neuen Kanzler wird das gleiche Diktat vorgegeben oder er ist halt nicht mehr Kanzler. Wir haben eigentlich nur ein Thema, wir müssen es selber in die Hand nehmen. Ich habe Ihnen ein paar Themen jetzt gezeigt, um es zu dokumentieren. Ja, ich spreche mit den Leuten. Ich sage es nicht bloß, dass ich die im Kontakt habe, sondern ich stelle es Ihnen wirklich vor. Ich habe einige Prominente. Wenn Sie die Esther Bariano nehmen, eine Überlebende des Holocaust, die sich für mich ausspricht.
Peter Bond vom TV, Winfried Frey, bayerischer Schauspieler, Anne Hartmann, mehrfach preisgekrönte Kabarettistin. Karl Kaub, der Bruder vom Kluftinger in Bayern, ein Kultschauspieler. Die Barbara Naziri, so viel zum Rassismus, eine iranische Schriftstellerin. Christoph Sieber oder Walter Sittler, der bekannt war von Stuttgart 21. Und da gibt es jetzt für mich einfach nur eine Konsequenz. Die Politik zieht nicht mit. Die Promis unterstützen, aber sie können nicht wirklich etwas tun. Also liegt es bei uns selber. Wenn ich sage, Protest kann nur ein Anfang sein, dann demonstriere ich Ihnen jemanden, den Sie kennen. Aus der Friedensbewegung. Eugen Drewermann, bestimmt ein engagierter, ein leidenschaftlicher Mensch. Aber dann lesen Sie sich mal das Statement, was er mir drunter schreibt. Ich gebe Ihnen 100-mal recht, die Politik hält die Justiz zurück, die Wirtschaftsführer halten die Medien zurück, so ist es. Doch was jetzt zu tun ist, weiß ich nicht. Gebraucht wird ein Jurist, da bin ich nicht. Beim Fernsehen gab es irgendwann mal den Hammer der Woche. Ich glaube, das ist der beste Weg, um auf die Justiz und Beamtenbrücke aufmerksam zu machen. Sonst weiß ich nicht weiter. Damit Sie mir glauben können, dass ich das etwas zu Papier bringe, hier haben Sie die Handschrift von Eugen Drewermann. Es ist letztlich so, dass der Protest der erste Weg ist, etwas in die Bevölkerung zu tragen, etwas ins Bewusstsein zu tragen. Aber wir müssen ein Stück weitergehen. Und für dieses Stück weitergehen gebe ich Ihnen zwei pragmatische Lösungsansätze. Ich habe mit Jean Siegler, Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, eine Konzeption weiterentwickelt, die mit Jürgen Roth, dem im letzten Jahr verstorbenen Fachbuchautor, seine Bücher sind unten am Büchertisch, Spinnennetz der Macht, Mafialand Deutschland, eine Thematik auf die Schiene gebracht, die sich im Verein Jurawatch und in Medienwirksam einer Genossenschaft wiederfindet. Es wird immer wieder der Wunsch an mich herangetragen, Prozesse zu beobachten. Wir stellen fest, dass wenn ein Journalist im Gerichtssaal auftritt, der Richter sich anders verhält. Vor allem, wenn der Journalist sich vorher angekündigt hat, akkreditiert ist, läuft das Verfahren etwas anders. Wir haben auch durchaus den Erfahrungswert gemacht, dass in streitigen Fällen, je früher man einsteigt, wenn die Medien, ich sag's mal salopp ausgedrückt, bei dem, der Dreck am Stecken hat, anfangen, dass es zu Verhandlungen kommt, dass man sich aufwendige Gerichtsverfahren ersparen kann, dass man auf Agreements kommt und der Betroffene eben die Taube, den Spatz in der Hand hat und nicht mühsam auf die Taube auf dem Dach prozessieren muss, vielleicht ein halbes Leben lang, und nicht weiß, ob er diesen Prozess überhaupt gewinnt. Ich zeige Ihnen an der Stelle die Bewerbung, die Jurawatch macht, auf der einen Seite bei den Journalisten. Wir sprechen also Journalisten an, in der Verbreitung, die sich wirklich noch als vierte Staat verstehen. Und wir haben einen zweiten Pool, der aus den Rechtsanwälten besteht, die mit uns diese Verfahren und diese Aufwendigkeit angehen, wobei Medienwirksam die Genossenschaft eine Internetplattform wird, nach dem Motto nichts ist älter als die Zeitung von gestern, wird auf diesem Forum die Justizthematik dauerhaft hinterlegt. Es werden Strukturen erkennbar, es wird eine Art Glossar für Betroffene. Und mit diesem Dienstleistungsangebot gehen wir als pragmatischen Lösungsansatz in eine hoffentlich sinnvolle Zukunft. Und dahinter steht, klasse. Wieder Vollbild. Da steht Folgendes, ich habe es halt jetzt nur auf dem kleinen Bild. Sie kennen alle die Geschichte vom Schachbrett. Schachbrett hat 64 Felder. Und der Erfinder des Schachbrettes, der Kaiser in China, war sehr angetan davon, sagte, wie willst du entlohnt werden? Er sagte, aufs erste Feld ein Reiskorn, aufs zweite zwei und dann in der Potenz. Sie sehen es bildlich, wenn Sie die Potenz weiterführen, hinter diesem Reis verbirgt sich der Berliner Fernsehturm, verbirgt sich das Brandenburger Tor.
Mein Appell, nur wir selber haben es in der Hand. Wenn wir uns 64 Tage Zeit nehmen würden und jeder an einem dieser 64 Tage einen finden würde, der wach wird, ihn dazu animiert, wach zu werden. Konkretes Beispiel. Wir beschweren uns alle über die Wasserpolitik. Ist ja schon völlig falsches Wort. Das ist Wasserraubbau, was Nestle betreibt. Aber die Umsätze von Nestle stimmen. Wir lassen das nicht im Regal stehen. Wir kaufen den Scheiß. VW, Abgasmanipulation. Aber sie schreiben die besten Umsatzzahlen ihrer Firmengeschichte. Und da liegt für mich der Ansatz. Weg von Parteizugehörigkeit, weg von Lagerbildung, weg von Ideologien. Selber wach werden und selber das Thema angehen. Würden wir Nestle-Produkte boykottieren? Nestle ist ein DAX-Konzern, lebt von den Gewinnen, die aus Umsätzen resultieren, 14 Tage zurückgegangene Umsätze, und auch Nestle wird katholisch, was ich jetzt nicht konfessionell meine. Und dahin kann es nur gehen. Das ist der Appell von meiner Seite. Damit bin ich am Ende dessen, was Vortrag ist. Ich habe hier noch eine kleine Zusammenstellung von meinem Hintergrund. Sie finden eigentlich alles das, was ich gesagt habe, und deswegen fasse ich mich bewusst so kurz, im Internet hinterlegt. Es gibt einzelne Videosequenzen, es gibt Gesamtinterviews. Mir wird vorgeworfen von den Demonstranten, die hier sind, dass die in einem sogenannten Querfrontkanal veröffentlicht worden sind. Ja, sind sie. Die Mainstream-Medien machen es ja nicht. Ich komme mit dem Thema oder mit diesen Themen ja nicht zu, was weiß ich. Ich sage Ihnen ein konkretes Beispiel. Vor einigen Jahren wurde Markus Lanz beim Radio Regenbogen Award im Europapark Rust zum Medienmann des Jahres ausgezeichnet. Ich stand am Beginn des roten Teppichs, hatte ein paar Fensterkuverts in der Hand. Die Damen und Herren wurden mit Skoda-Limousinen vorgefahren. Markus Lanz steigt auf meiner Seite aus. Ich drücke ihm das Kuvert in die Hand, spreche ein paar Takte mit ihm und sagt: Lanz, wenn das in dem Kuvert drin ist, was ich über das Fenster lese, dann müssen Sie zu mir in die Sendung kommen. Sag ich, Herr Lanz, klar, gerne, aber mich lädt ja keiner ein. Und sagt Markus, reicht der Händedruck, reicht meine Einladung. Sein Beifahrer oder Mitfahrer war der Sky Dumont, der war in der Zwischenzeit ums Auto rumgekommen und sagt in seiner etwas suffisanten, sportlichen Art, ist das der Scheck für uns? Sag ich, nö, das ist Ihrer und hat das Kuvert. Er meinte, Lanz, da sind Sie aber gut vorbereitet, wenn Sie für jeden sowas haben. Also Sie kommen zu mir in die Sendung. Das war 2011 oder 10. Ich war noch nicht in der Sendung, weil die Redaktion sagt, das Thema machen wir nicht. Und das ist der Grund, warum ich durchaus mal in einem nicht Qualitätsmedium, sondern in einem Querfrontmedium auftrete, das Interview damit habe und das Interview ins Netz stelle. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich es verbreiten kann. Genauso. Natürlich hätte ich mich über mehr Besucher gefreut, aber ich hätte es auch vor einem Besucher gesagt. Ich bin jedem von Ihnen, der da ist, dankbar, dass er da ist. Ich habe gerne das zu Ihnen gesprochen, freue mich vor allem jetzt auf eine anregende Diskussion, aber das noch viel wichtiger ist die Videoaufzeichnung, die ins Netz geht und die hoffentlich Koblenz im Dialog noch bekannter macht und hoffentlich die Themen nach vorne schiebt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt gerne die Diskussion. Ja, natürlich darfst du eine Frage stellen. Ich habe nur gerade, Moment, ich wollte dir ein anderes Mikrofon geben. Der Jan hat das Funkmikrofon noch. Hast du das noch da? Weil das ist besser. Dann komme ich zu dir. Ja, dann komme ich dahin. Aber es ist ein bisschen leise, ne? Müssen wir ein bisschen auspegeln noch. Stellst du dich erstmal kurz vor? Ja, oder nur Vornamen? Guten Tag, ich bin Nils, ich bin der erste Vorsitzende des Ortsverbandes Bad Ems, der Partei Die Partei, und hier heute als militanter Arm der Partei. Und ich wollte Sie, Herr Neumann, kurz fragen, ob Sie schon mal daran gedacht haben, dass es vielleicht daran liegen kann, dass die
Mainstream-Medien, wie sie es nennen, sie nicht einladen, weil ihre Behauptungen halt einfach haltlose Scheiße sind? Also den Umgangston würde ich ja doch in anderen legen. Kannst du das nicht ein bisschen vernünftiger sagen? Nein. Ach, du kannst es nicht, okay. Also, möchtest du antworten? Da ist dein Mikrofon. Ernst, du, ist es besser? Aber ich danke dir für die Frage. Na, es gibt eine ganz einfache Antwort drauf. Wenn Sie gehört haben, was ich hier gesagt habe, und wenn Sie die Hintergründe, ich glaube nicht, dass das NDR etwas berichtet, damit der militante Arm hinterher sagt, das ist pff, was auch immer. Wenn Sie sich den Fakten verwehren, dann gehen wir jetzt bitte in medias res. Als ich beim letzten Vortrag hier war von Siebert, Fake News, war noch nicht abgesprochen, dass ich heute hier referiere. Ich bin runtergegangen zu den Demonstranten und habe gesagt, warum demonstriert er? Und dann haben die mir ein paar Antworten gegeben. Und dann habe ich wörtlich gesagt, wenn diese Vorwürfe stimmen, dann finde ich es toll, dass ihr demonstriert. Ihr müsst halt nur die Vorwürfe beweisen. Und das Thema oder die Themen, die ich heute hier angesprochen habe, hat euer Vorsitzender, der Herr Beuth, am nächsten Tag per E-Mail gehabt. Seid mal so gut und sagt mir, ob ihr irgendwas tun wollt. 4 Wochen Schweigen, das ist eure Leistung. Mehr nicht. Wenn das als Antwort genügt, ist okay. Wenn es noch eine Nachfrage gibt, herzlich gerne. Das, also ich weiß nicht, ob ich zu irgendjemandem gesagt habe, dass er Übergewicht hat. Ja, ich stehe dazu, dass ich ein paar Kilo zu viel habe. Was hat das mit der Qualität meiner Themen zu tun? Ich habe davon gesprochen, dass ich die Beleidigungen, die auf Facebook laufen, trotz meiner bayerischen Bierruhe löschen werde. Bayerische Bierruhe ist kein Alkoholismus. Wenn die Rede von euch heute beginnt, ob ich nüchtern bin, dann wisst ihr, welche Qualität ihr habt. Ja. Dankeschön, Ulrich. Du wolltest noch eine Nachfrage stellen? Du kannst. Du kannst laut werden, aber dann bitte ich doch die Polizei und das Ordnungsamt dann für Ruhe zu sorgen. So weit muss die Fairness gehen, denke ich mir. Ne? Wir wollten Dialog führen, bitte, kein Problem. Ich wollte noch fragen, wer hat Ihnen beigebracht, PowerPoint-Präsentationen zu machen, weil das ist ja wirklich, also furchtbar. Bitte was? Ja, wir haben in der Schule, also wir haben schon in der Schule gelernt, wir sind wirklich eine sehr schlecht ausgestattete Schule, haben wir gelernt, dass man PowerPoint-Präsentationen mit vielen Bildern, wenig Text ausstatten soll. Ich sehe hier genau das Gegenteil. Ich meine, es mag Ihrem hohen Alter und Ihrer bayerischen Bierruhe geschuldet zu sein, dass die so schlecht geworden ist, aber vielleicht kann Ihnen ja da mal jemand helfen, der vielleicht auch etwa einem etwas jüngeren Semester kommt. Also es gab in der Antike die Situation, dass der Überbringer der schlechten Botschaften Kopf kürzer gemacht worden ist. Die Antike haben wir verlassen, die schlechte Botschaft blieb auch damals schon eine schlechte Botschaft. Es setzt sich eigentlich das fort, was ich von euch erlebt habe. Ihr seid Parolen-Junkies. Über den Inhalt kommt nach wie vor nichts. Es kommt nur... Also ich denke... Ihr seid in eurer Optik etwas an die Pfadfinder angelehnt. Die Pfadfinder hatten ein Motto, das hättet ihr besser übernommen. Jeden Tag eine gute Tat. Ja. Also ich denke, letzten Endes kommt es ja auf den Inhalt an. Und ob weniger oder mehr Bilder. Ach, weißt du, du hattest heute ein schönes Wohnzimmerkonzert. Ist das nichts gewesen? Fandest du das nicht toll? Nein. Fandest du nicht? Ne? Also ist gut. Ja, du bist der Peter Babnick. Und wir haben uns im Internet kennengelernt. Genau, und du bist heute von Anfang an da. Ich halte das Telefon. Okay. So, ja, hallo, ich heiße Peter. Also erstmal wollte ich kurz zu dem Vorredner sagen, also die Form war ja auch gar nicht so schlecht, weil vorher waren ja wenige Worte, auch teilweise auf den Slides. Das ist ein bisschen Cherry-Picking, aber tatsächlich, also ich bin dabei, dass es Inhalt schon wichtig ist und die Form, wie gesagt, da kann man viel streiten. Und wie gesagt, es war sehr interessant. Mich würde nochmal interessieren, welches genaue Thema hat Markus Lanz jetzt bisher nicht, sagen wir, ins Fernsehen bringen können, sage ich jetzt mal. Also er wurde damals zum Medienmann des Jahres ausgezeichnet und die,
der kurze Anreißer in dem Fensterkurier war unterdrückte Pressefreiheit in Deutschland. Sodass also unter dem Thema, unterdrückte Pressefreiheit ist weit zu greifen. Wenn Sie heute als Journalist eine Pressemeldung eines Konzerns bekommen und statt der eigenen Recherche die Pressemeldung veröffentlichen, dann sagen die Kollegen in den Mainstream-Medien, das ist ein Tageswerk, und ich sage, das ist Pressefreiheit unterdrückt. Weil zum Journalisten gehört die Recherche und vielleicht kommt der Journalist zum anderen Ergebnis als das, was in der Pressemitteilung steht. Und insofern hat Markus Lanz voll darauf angefahren, das war kurz nach diesem ZAP-Beitrag, und sagt ja, also Pressefreiheit in Deutschland, das gibt es nicht. Das ist also kein Tabu, aber das ist ein K.O.-Thema, das gibt es einfach nicht. Dann kommen Sie zu mir in die Sendung, das erzählen Sie mal. Und es ist ja nicht mit unterdrückter Pressefreiheit getan. Hinter der unterdrückten Pressefreiheit steht eine Interessenslage aus der Politik, eine Interessenslage aus der Wirtschaft, eine Interessenslage aus Wirtschaft und Politik und wem auch immer. Und von der Seite her versucht man das natürlich zu decken. Also ich sage Ihnen ganz kurz, es gibt eine Alternative zur Jungfrauengeburt, hätte ich fast gesagt. Ich bin zu der Geschichte aus eigenem Erleben gekommen. Ich habe nach dem Kosovo-Aufenthalt einen Verlag gekauft, als ich überraschend in Deutschland zurück war, und hatte in diesem Verlag einen Fremdkapitalsbedarf. Und da tauchte ein Mensch auf als Investor, über den sich damals, das Internet war 2000 noch nicht das, was es heute ist, nichts finden ließ. Und kurze Zeit später platzte die Bombe, Schwerstwirtschaftskrimineller. Es gibt heute eine 50-köpfige Interessensgemeinschaft mit 130 Millionen Schaden durch den Mann. Die haben in einem bayerischen Kloster fingiert, Kloster kann nichts dafür, Spendenquittungen ausgestellt. Also ein kleiner Betrag im Klingelbeutel, im ominösen Klingelbeutel und eine exorbitant hohe Spendenquittung. Und damit haben die sich eine Firewall geschaffen. Die haben dann von dem übergebliebenen Geld auch allen Parteien etwas abgegeben. Jüngste Story, der Mann ist zu 3,5 Jahren verurteilt. Mich ruft ein Immobilienbüro aus Berlin an und sagt, sind Sie der, der hinter ihm her ist? So, ja, bin ich, um was geht's? Ja, was ganz Seltsames. Höchste bayerische Stelle, und wenn Sie mir glauben, es war die höchste bayerische Stelle, ruft mich an und sagt, ich soll mit ihm reden. Der kommt nach Berlin und sagt, ich brauche einen 450-Euro-Job, nur auf dem Papier. Ich muss nichts tun, ich will auch kein Geld. Mit diesem Papier, 450-Euro-Job, kann ich meinen Wohnsitz nach Berlin verlegen, einen Arbeitsplatz nachweisen und bin vom ersten Tag an Freigänger. Der war von den 3,5 Jahren nicht eine Sekunde im Knast. Das hat nicht einmal Uli Hoeneß geschafft. Ganz abgesehen davon können wir ihm nachweisen, dass er 3-4 Tage am Stück in Deutschland unterwegs war und genau die Lumpereien gemacht hat, für die er eigentlich einsetzen sollte. So, in solchen Dingen sind ja Interessenslagen. Und wenn ich sage, wir haben als Presse einen Maulkorb, um sowas nicht publik machen zu dürfen, dann geht es weniger um die Pressefreiheit als um die Hintergründe. Und da hat die Redaktion von Lanz gesagt, ne danke, das Thema bringen wir nicht. Weil hinter allem sind ja auch dann Werbezeiten oder im Printmedium Anzeigenplätze. Wenn Sie heute so eine Story bringen, dann haben Sie ganz schnell die Situation, dass der Anzeigenleiter sagt, gerne könnt ihr die Geschichte bringen, aber 3 von euch verlassen das Redaktionsteam. Kostet so viel Werbezeit, kostet so viel Anzeigenplätze, danke, das war's. Möchtest du nochmal nachfragen? Ja. Also erstmal ist ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk schon durch Gebühren relativ finanziert, darum sind die nicht so mit den, also ZDF wäre jetzt nicht werbeabhängig, das ist das Erste. Das Nächste ist, wird dann zum Beispiel auch argumentiert, das könnte ich mir vorstellen, also man hat ein Thema, das Thema ist interessant, und dann kommen so Sachen so, ja, jetzt sind andere Themen wichtig oder das ist jetzt nicht mehr so aktuell und es sind jetzt andere Sachen doch, also dass das dann auch so ein bisschen auf die lange Bank geschoben wird. Wir sind doch seit Jahren darauf konditioniert, dass uns Ergebnisse nicht mehr interessieren. Bis vor 14 Tagen hieß es, unsere Bauern gehen unter, wegen dem Hitzesommer. Die Logik wäre, im nächsten Jahr verhungern wir alle, weil wir haben keine Bauern mehr. Und dann kam Chemnitz. Keine alte Sau hat sich mehr für die Bauern interessiert. Und Chemnitz ist irgendwann auch tot, da kommt eine andere Sau, die das aufgetrieben wird. Das ist mal das eine, wir sind nicht mehr auf Ergebnis konditioniert. Die Thematik, etwas zu veröffentlichen oder nicht zu veröffentlichen, Sie können es in der ARD-Mediathek noch nachvollziehen, sich anschauen, und ich würde es jedem dringend empfehlen. Die Sendung heißt Bimbes.
Die wurde gemacht von Stefan Lambe. Das ist mit Sicherheit ein Filmemacher, der außerhalb jeglicher Kritik steht. Die Sendung befasste sich mit den Schwarzgeldthemen der CDU. Man hat im Endeffekt in dieser Dreiviertelstunde allen Schmutz und Rotz dem Helmut Kohl ins Grab geschmissen. Gut, der kann sich ja nicht mehr wehren. Was man nicht angesprochen hat, die Mitwisser, um nicht zu sagen Mittäter der damaligen Zeit, sind heute in Amt und Würden. Und man hält dem Wolfgang Schäuble, damals noch Finanzminister, ein Mikrofon unter die Nase und sagt, sagen Sie mal, Herr Schäuble, was ist denn eigentlich aus den Spenden geworden, wo der Herr Kohl das Ehrenwort gegeben hat? Dann lacht Schäuble und sagt, die gab's nie. Kam es zu einer Nachfrage, ja warum nicht? Dann lacht Schäuble noch süffisanter und sagt, auch wissen Sie, wir haben aus der Flickzeit so viel Schwarzgeld, wir brauchten das nicht. So, und jetzt stelle ich Ihnen eine Gegenfrage. Wenn der Bundesfinanzminister einer Partei angehört, die auf Schwarzgeldfinanzierung basiert, wenn der Bundesfinanzminister mit der BIMA eine Organisation unterhält, die Ralf Stegner als Schwarzgeldkasse vom Bundesfinanzminister bestätigt und auch die Claudia Roth nicht widerspricht. Welche Vorstellung haben Sie, was dann Wolfgang Schäuble bei Panama Papers unternimmt? Wenn der auf einen zugeht bei Panama Papers, sagen die, hallo Kollege. Der hat überhaupt keine Chance. Und das läuft ARD 22:30. Eine nächste Frage. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich den Namen vergessen. Sag mir nochmal bitte dein Daniel. Daniel, ne? So, einen Moment. Hi. Okay, alles klar. Ich würde gerne wissen, was du denkst, ob es irgendwie eine Verschwörung dahinter gibt oder ob das ein systemischer Fehler ist. Weil es ist relativ offensichtlich, dass es da durchaus Probleme gibt. Nur die Frage ist, ist es irgendwie gewollt? Gibt es eine Verschwörung in diesem Art Bilderberg-Treffen oder was weiß ich, was dahinter steckt. Fünf Mächtige, die sich zusammensetzen und sagen, boah, wir kontrollieren jetzt alle Medien und halten die alle zusammen oder ist es einfach... Gucken Sie sich mal Bilderberger an. Dankeschön. Gucken Sie sich mal Bilderberger an. Die letzten zwei, drei Leute, einer von der Deutschen Bank, was die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Also wenn Bilderberger wirklich so die Macht hätte, das ist ein Club von Leuten, der sich trifft, die haben ja keine Entscheidungsgewalt. Nee, Verschwörungstheorie... War nur ein plakatives Beispiel mit der... Verschwörungstheorie, das Wort vermeide ich. Nee, das ist... das entsteht. Schauen Sie, wir haben einmal im Monat in Berlin in einem Café eine Gesprächsrunde von Liz Mohn, Bertelsmann, von Friede Springer, Springer Verlag und der Angela Merkel. Und da erklären zwei einem, wie es weitergeht. Angela Merkel spricht da nicht viel. Und wenn Angela Merkel nicht mehr Kanzler ist, dann sitzt halt ein Herr Mayer, ein Herr Huber oder eine Frau Wagenknecht oder wer auch immer dort und wird eingenordet. Das sind Interessenslagen. Wir wissen zum Beispiel, ich habe vorhin den Charles Ziegler angesprochen, Charles Ziegler sagt, jedes Kind, was im Moment und in Zukunft auf diesem Planeten verhungert, wird umgebracht. Wir hätten alle Ressourcen. Der sitzt in den Geberkonferenzen, auf der anderen Seite des Tisches die Ländervertreter und die Ländervertreter sagen, kein Geld. Dann sagt Charles Ziegler, okay, weiß ich, aber wenn ihr Amazon, Starbucks, Apple und wie die ganzen Konzerne heißen, besteuert, dann habt ihr mehr Geld, wie ich brauche. Und dann sagen die im Unisono, das geht. Wir wissen, wenn man 0,3% dieses Sekundenbruchteils Börsenhandels besteuern würden, könnten wir alles bezahlen, was zu bezahlen ist. Und die 0,3% würden diesen Menschen nicht auffallen, nur sie machen es nicht. Das ist keine Verschwörungstheorie. Ich denke, es gibt einen Club, der ist nicht namentlich, der ist nicht im Vereinsregister eingetragen, der weiß auch in dem Sinn nichts voneinander, der hat keine Strukturen, nur die Handlungsweise von einem nützt dem anderen und umgekehrt, ohne dass die das großartig absprechen. Also Verschwörungstheorie, nee, das ist mir zu billig. Aber es ist, schauen Sie, aufstehen sind jetzt 130.000 Leute dabei. Die Sarah Wagenknecht ist mit Herrn Lafontaine liiert. Herr Lafontaine hat in seiner Ministerpräsidentenzeit im Saarland ein stattliches Vermögen angehäuft. Darüber schweigt man, beim Franz Josef Strauß kritisiert man es. Die Sarah Wagenknecht hat mit Sicherheit
trotz ihrer linken Gedanken auch an der Macht und am Luxus längst geschnuppert. Und wenn Sie, und das ist meine feste Überzeugung, wenn Sie die politische Landschaft durchgehen, natürlich unterschreibe ich das, was die Sarah Wagenknecht sagt, keine Waffenexporte mehr. Bin ich sofort dabei. Aber was mir fehlt, ist ein einziger Satz, wie könnte ich mir als Sarah Wagenknecht vorstellen, die Waffenexporte zu stoppen? Ob es dann so gelingt, ist eine ganz andere Frage. Aber wir haben keine Lösungen mehr, wir haben nur noch Forderungen. Und mit den Forderungen alleine, das haben wir seit dem Krieg, das haben wir von Adenauers Zeiten, man hat Forderungen aufgestellt. Dem Herrn Adenauer hat man gesagt, Herr Kanzler, das Rentensystem wird knallen. Dann hat Adenauer gesagt, wann? Dann haben sie ihm vorgerechnet in 20 Jahren. Dann hat Adenauer gesagt, machen, da lebe ich nicht mehr und bin vor allem nicht mehr Kanzler. So, zu der Zeit, als Norbert Blüm gesagt hat, die Rentenkassen sind sicher, waren sie sicher. Dann hat man nach der Wende angefangen, haushaltstitelübergreifend Geld auszugeben. Man hat in die Rentenkasse gegriffen, um irgendwas im Osten zu bezahlen. Nichts dagegen, dass man im Osten bezahlt, aber man muss es halt dann Osthilfe nennen und einen eigenen Topf aufmachen. Also stellen Sie sich bitte ein Ehepaar vor und der Mann sagt am 20. des Monats, warum gibt es nichts zum Essen? Und die Frau sagt, ich habe aus der Haushaltskasse ein Pelzmantel gekauft. Ich glaube, die Ehe geht den Rest des Monats nicht glücklich weiter. Und so läuft es eigentlich im Staat. Ja. Das, also dieser Prozess mit der DDR war tatsächlich auch noch komplizierter. Ja, viel komplizierter. Also, das ist ja nur ein kleiner Angriff also auf die Rechte. Der Hermann Flopper, der ist da dezidiert drauf eingegangen, das kann man gut mal nachlesen in seinem Buch. Du hattest was mit Afrika gesagt, dieses Thema machen wir nochmal speziell. Ich habe da ein ganz tolles Video zugesehen, ist von der Chasina gemacht und da sind 5 Fälle. Also eins will ich ja nur mal rausgreifen. Die alten Kleider, die wir immer nach Afrika geben und immer vorstellen, dass wir dort was Gutes tun. Die werden mit großen Containerschiffen, also gepresst bei uns, Containerschiffen nach Dubai gefahren mittlerweile. Und dort sortieren die philippinische Billiglohnarbeiterinnen. Also dieser CO2-Verbrauch durch diese ganze Schipperei dieser Klamotten. Und dann machen die vor Ort die Textilindustrie oder das Handwerk dort kaputt. Genauso mit den Bauern. Diese gefrorenen Flügel oder Schwernehälften zu einem niedrigen Preis. Wir liefern erst auf Steuergeld subventioniert ein Huhn nach Afrika, dass sich der Landwirt selbstständig machen kann. Und dann liefern wir vom Zimmer in Brüssel daneben wieder Steuergeld subventioniert das Hühnerfleisch, was wir in unserer Dekadenz selber nicht, Entschuldigung, fressen, runter, wird so billig verkauft, dass der sein Huhn nicht mehr loskriegt. Der Einzige, der es in Afrika vorgemacht hat, das war der Sissi Amand, der Karl-Heinz Böhm, mit Hilfe Menschen für Menschen mit der Selbsthilfe in Äthiopien. Der hat gesagt, ich nehme keinen Cent, keinen Euro öffentliches Geld, ich mache euch vor, wie es geht. Und er hat es bewiesen, dass es geht. Eine Sequenz dazu, ich war vor 4 Jahren bei der Sicherheitskonferenz in München. Da spricht unter anderem Gerd Müller, der Entwicklungsminister. Für mich, obwohl ich Bayer bin, der einzig Seriöse in der Spitze der CSU. Entschuldigt sich, dass der Stab, sagt er, die sitzen unten, könnt ihr euch bei denen beschweren, hat alles vergessen in Berlin. Ich kann also die Rede, die ich halten sollte, nicht halten. Ich komme das aus der Hüfte plaudern. Das war für mich die gutste Stunde. Müller erzählt Folgendes. In Bayern, in München, wo ich gerade bin, vielleicht schwer vorstellbar, Seen, Berge, wunderbare Landschaft, aber für den Syrer ist Syrien die Heimat. Gibt ja auch schöne Flecken in Syrien, nicht bloß das der Bombe. Die Syrer wollten zurück nach Syrien, aber sie wollten auch den Bombenhagel entfliehen. Also sind sie in die Camps in den Libanon. Im Camp im Libanon kostet der Flüchtling am Tag 1 Euro. Dann hat Saudi-Arabien, USA und Europa diesen Euro auf 50 Cent am Tag reduziert. Dann brach in den Camps der helle Chaos aus. Die Familien haben sich zusammengesetzt und haben ihre jungen Leute vorangeschickt, zu sagen, wir sehen so viel im Internet und auf dem Handy und sonst wo, ist es wirklich das gelobte Land. In Deutschland kostet der Flüchtling am Tag 50 Euro. Das heißt, um 50 Cent zu sparen, hat man 50 Euro ausgegeben. Hätte man aber diesen 1 Euro statt auf 50 Cent zu kürzen auf 2 Euro erhöht, hätten uns die Leute die Füße geküsst und gesagt, ihr habt uns ein Paradies geschaffen. Und das ist das, was, so wie ich bei der Sicherheitskonferenz war, war volles Medienaufgebot. Sie haben aber über das Thema in der Süddeutschen nichts gelesen, in keinem Fernsehsender was gesehen. Ich war der Einzige, der
darüber überhaupt ein paar Zeilen geschrieben hat. Und dann sagen die Protestanten, ja, also nicht die Protestanten konfessionell, sondern die Protestierer hier, ein Qualitätsmedium, meine Heimat, da veröffentlicht er. Ja, weil es eben jemand anders gebracht hat, aber zumindest war es in der Welt. Und darüber spricht niemand, wenn wir auf den Flüchtling losgehen. Diese Zahlen sind bislang bestätigt, das ist richtig. Und ich habe es nochmal von einem Dozenten hier an der Hochschule bestätigt bekommen. Eine Professorin hatte diesen Vortrag gehalten und mit Menschen aus diesen Camps gesprochen. Der Wahid ist ein Pakistaner und hat das Original gehört, dass dann sogar Leute durch die Camps gelaufen sind, um sie mit Informationen zu versorgen, wo wir am Anfang den Kopf geschüttelt haben, als wir es im Fernsehen gehört haben. Nicht, weil sie kamen oder kommen wollten, sondern weil ihnen was versprochen wurde. Jobs und Häuser und so weiter. Und da sage ich, mein Gott, hier sind 3 Millionen Menschen, die arbeitslos sind. Und wir kriegen die selber irgendwie nicht unter. Und dann wird dem irgendeine Laus in den Kopf gesetzt. Ich wollte noch mal kurz auf dieses Afrika-Thema zurückkommen. Da wird nur eine Nuance, da bin ich nämlich ins Staunen geraten. Wir fahren mit europäischen Schiffen vor die Küsten Afrikas und fischen dort die Fische ab. Und Rolf, wie ist nochmal die Zahl? Also das sind 3 afrikanische Fischer auf einem Boot. Und wie viele Jahre könnten die davon leben, von den Fischen? 55 Jahre, ne? Ein Tag Fischfang für so ein großes Schiff. Es sind 55 Jahre für so einen afrikanischen Fischer. Der Oberhammer war, dass die Fische abgefischt werden, die noch nicht geleicht haben. Das heißt, wir haben echt ein großes biologisches Problem dort in den Meeren mittlerweile. Der weltgrößte Reeder, Frederiksen, ein Norweger, betreibt in Norwegen Lachszucht. Bekommt vom WWF ein Gütesiegel für seine Lachs-Aquakulturen in Südamerika. Darf in Südamerika das 21-fache an Antibiotika und sonstigen Zusätzen verwenden. Die Überfütterung, die Fäkalien, die absinken, vernichten die dortige Fauna und Flora. Die Fischer dort sind arbeitslos. Die ersten Aquakulturen werden brüchig, die Lachse brechen aus. Und die Natur ist stärker, wie wir alle. Die Lachse finden den Weg zurück nach Norwegen. Und die Wildlachspopulation in Norwegen hat mittlerweile die Krankheitssymptome der Lachse dort. Und WWF muss eingestehen, für dieses Gütesiegel wurden 20.000 Euro gespendet. 20.000 Euro, keine 2 Millionen, keine 20 Millionen für Portokasse. So. Sie können im Handel nichts dafür, wenn Sie den Lachs mit Biosiegel von WWF kaufen. Sie meinen, Sie tun was Gutes. Erich, die Celine Senkig, ne? Mit der hat... Selina, sorry, ich habe eben noch gefragt. Entschuldigung. Du hast eine Frage. Es kratzt hier immer, weil wir in einem komischen Winkel stehen. Entschuldigung. Macht gar nichts. Guten Abend, Herr Neumann. Wir kennen uns schon. Ja. Ich habe eine persönliche Frage. Also das Thema jetzt war natürlich sehr wichtig. Da muss ich jetzt leider noch mal einen kleinen Cut setzen, weil ich auch bald... Ja, nicht. Man möchte ja nicht unterbrechen. Mir geht es persönlich darum, warum und wie Sie auf die Idee gekommen sind, so einen unsäglichen Artikel über mich persönlich zu schreiben, obwohl Sie auch eigentlich sagten, Sie möchten kritisch berichten. Ich bin für kritisches Berichten auf jeden Fall. Sie sind ja schließlich Journalist, wie Sie sagen. Dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn Sie auch an uns Kritik üben. Aber das war leider Verleumdung. Das habe ich auch leider der Polizei melden müssen. Und das tut mir auch an sich leid, aber offensichtlich konnte man da nicht anders drüber sprechen. Und ich wüsste eigentlich gerne, warum Sie mich da so persönlich angreifen möchten. Also ich habe ja an sich nichts getan und mein persönliches Statement, worum Sie mich gebeten haben, wurde leider auch gar nicht abgedruckt, sondern komplett andere Aussagen. Das finde ich sehr schade und das schädigt natürlich auch den Ruf der Partei und meinen persönlichen Ruf, auf den ich sehr viel Wert lege. Jetzt haben aber doch die Leute, die hier sind, ein furchtbares Recht darauf zu erfahren, was ist denn jetzt nun die Verleumdung, die ich da geschrieben habe? Erzähl doch mal. Ach ja.
Sie haben Aussagen meiner dort abgedruckt, die ich niemals gesagt habe, über zum Beispiel den Herrn Guido Cziburski. Ich muss mich mit dem persönlich deswegen nochmal auseinandersetzen und ihm versuchen zu erklären, dass ich sowas gar nicht gesagt habe und dass auch die Menschen drumherum, die dabei waren, sowas auch nicht von mir vernommen haben. Und ich finde es sehr schwierig, der Herr Cziburski hat das sehr persönlich genommen, was ich verstehen kann, weil die Sachen, die dort standen, waren schon sehr angreifend. Und der möchte mich aufgrund dieser Sachlage auch irgendwie strafrechtlich verfolgen, was ich in dem Punkt auch verstehen kann, aber es gibt nun mal keine Grundlage. Also, kann ich mal kurz fragen, wie viel ihr am Stand wart? Zu dem Zeitpunkt waren wir 6 bis 7 Leute, die ich so jetzt auch danach nochmal angeschrieben und auch angerufen habe, um mich nochmal rückzuversichern, man ist ja nie fehlerfrei, die mir dann bestätigt haben, nein, das haben wir von dir so nicht gehört und die sich auch ein bisschen darüber geärgert haben, dass sowas dann öffentlich im Internet auf diesem Portal My Heimat, das kann ja auch jeder gerne mal nachlesen, veröffentlicht wird. Also wann soll dieser Gesprächsversuch, dass ich etwas Falsches geschrieben habe und ich das korrigieren möchte, wann und wie soll der stattgefunden haben? Wer war das? Wann? Darf ich? Ich habe mich dazu noch mal geäußert. Sie sind ja auf Facebook auch sehr aktiv. Ich habe das auch alles noch mal extra Moment, wenn ich auf meine Publikation einen Gegenkommentar bekomme, ja, den nehme ich zur Kenntnis, aber es ist doch normalerweise, also Presse funktioniert einfach ganz einfach, da kommt eine Publikation und dann sagt man, da ist was drin, was nicht der Wahrheit entspricht, was beleidigend ist, was sonst was, und dann möchte man eine Gegendarstellung. Von der Gegendarstellung ist mir nie eine Aufforderung zugegangen. Zu dem, was ich geschrieben habe, was sinngemäß heißt, ich war bei euch unten, habe gesagt, wer ist verantwortlich, darauf hast du gesagt, ich bin die Redelsführerin und darf als solche bezeichnet werden. Und dann habe ich gesagt, warum protestiert er? Da habt ihr was von Rassismus und Antisemitismus und so weiter erzählt. Ich habe gesagt, gut, wenn das so ist, dann finde ich das toll, dass ihr demonstriert, aber ihr müsst mir die Vorwürfe beweisen können. Und darauf hieß es, wenn ich Journalist bin, würde ich die doch auch googeln können. Habe ich gemacht, aber nichts gefunden. Ja, und jetzt, was soll ich jetzt machen, weil ich im Google nichts gefunden habe, was mir irgendjemand erzählt hat, soll ich das, was ich erlebt habe, nicht publizieren dürfen? Ja, und wo ist jetzt welche Beleidigung, wenn ich das fragen darf? Ja, ob die Antisemitismusvorwürfe meine Person betreffend. Und da hattest du wohl ausgesagt, dass er das in Google finden würde. Und das hat er nachrecherchiert und das findet man natürlich gar nicht. Das findet man auch sonst nicht. Also darum geht es jetzt. Da muss wohl ein Missverständnis vorliegen. Naja, bei geschriebenen Dingen ist es relativ schwierig, ein Missverständnis zu deklarieren. Das steht so im Internet, das kann man nachlesen und ich sage cora publicum unter genügend Zeugen, wenn ich um eine Gegendarstellung aufgefordert werde und die Gegendarstellung der Wahrheit entspricht, werde ich sie bringen. Ja, du darfst noch. Sie haben sich ja auch dazu überhaupt nichts aufgeschrieben. Das heißt, Sie können ja jetzt hier sich einfach hinstellen und irgendwas erzählen. Den Vorwurf brauche ich gar nicht mehr. Ich bin zu blöde, eine PowerPoint-Präsentation zu machen. Ich bin zu blöde, mir was aufzuschreiben. Sorry, bei mir reicht es noch so weit, dass ich mir eine Notiz im Handy mache. Tut mir leid. Also es gibt ein Gesprächsprotokoll, das liegt auf der Polizei vor und auf der Staatsanwaltschaft. Und Erich, ich muss auch sagen, es liegen auch mehrere andere Zeugenaussagen vor, wo du das und auch deine Freundin mit den dunklen Haaren ausgesagt hast. Die sind auch, die liegen bereits bei der Polizei vor. Abgesehen davon, ja, also es ist nur der Erich Neumann der Einzige gewesen, der das gehört hat. Das sprengt auch jetzt das Thema von hier. Also hier sind Leute im Raum oder in der Anwesenheit, die, Entschuldigung, zum Thema passend wichtige Anliegen haben. Und auf die sollten wir konzentrieren. Ja, persönliche Interessen. Aber wenn Sie die Frage hatten. Ich bin offen für das, aber dann einfach eine Gegendarstellung einfordern. Der Fall hat vielleicht sich. Würde ich in Konsensentscheidung, dass ihr vielleicht nochmal kommuniziert. Vielleicht ist ganz gut. Wer schreibt denn immer auf der Partei? Bist du das oder der Sebastian? Macht das denn? Ja, aber wer ist denn dafür zuständig bei euch? Und wer ist das, der Vorstand? Machst du dann persönlich, genau. Aber ansonsten, wer ist denn da hier der Vorstand? Also der Sebastian ist auf jeden Fall der Vorsitzende. Man kann das alles nachschauen, der Lachs.
dafür zuständig. Aber es geht ja hier um eine persönliche Sache. Ich möchte das losgelöst von der Parteienfrage einfach gerne geklärt. Das ist überhaupt kein Problem. Dann würde ich sagen, der Konsens ist so, die Problematik ist nur, es sind komische Namen dort immer auf eurer Seite zu finden. Und da hätte ich dann schon eine Frage an dich. Wer ist, du bist aber Mitglied in der Partei, oder? Ich bin Mitglied, ja, aber das ist ja, sind einige. Zwei. So, aber welche Mitglieder sind denn hier im Vorstand für Koblenz zuständig? Das war für mich mal wichtig, weil das sind diese kabarettistischen Seiten oder diese WordPress-Seiten, wo man dann Artikel schreibt. Also ich hätte gerne mal Namen. Ja, aber trotz alledem, also bitte, gehen wir bitte zu der Veranstaltung zurück. Das kannst du. Ja, entschuldigung, es tut mir wirklich sehr leid, dass Sie sich gestört fühlen, aber ich bin nicht hier, um. Ich fühle mich nicht gestört, sondern ich fühle die Gäste gestört. Dank. Wir machen das jetzt. Ich glaube nicht, dass ein einziger Gast hier ist, der einen Privatdiskurs erleben möchte, den man auch gerne privat führen kann. Und das habe ich dreimal jetzt signalisiert, dass ich dafür auf. Also, du setzt dich mit ihm in Verbindung. Okay. So, wer hatte denn zu dem... Der Peter hat noch eine Frage oder stehst du nur so? Von euch? Haben Sie noch eine Frage? Ein neuer Gast? Gut. Ich habe jetzt... Upsala. Erich, also von den Gästen hat im Moment keiner mehr eine Frage an dich. Wunder! Möchtest du noch etwas sagen? Neben dir? Kann ich? Ja, ich würde gern eine Überleitung treffen zu einem, und wir kommen, wir sind ja mittendrin. Ein Gast, er ist hier in Boppard geboren. Und ich muss sagen, er war viele Jahre nicht im Boppard. Heute wohnt er, können wir uns duzen oder können wir uns duzen? Ja, wohnst du nicht hier mehr? Und er war auch einige Jahre im Gefängnis. Aus einem bestimmten Grund. Da kommen wir in einen anderen Bereich des Themas, und zwar in die alternativen Energien. Und Horst Kirsten, ich habe immer noch Michael im Kopf, Horst Kirsten hat quasi ein Verfahren genutzt oder entwickelt, was mit Wasser und Salatöl funktioniert, ein Blockkraftheizwerk zu nutzen. Ganz genau. Und ihr habt da lange getestet und es funktionierte. Ihr hattet den Anteil 50-50 und seid aber gestoppt worden dann, beziehungsweise du. Vielleicht möchtest du es erzählen? Also wir haben im Grunde genommen einen Motor entwickelt, der zu 75 Prozent mit Wasser lief. 75%, wir waren sogar schon bei Tests mit 90% erfolgreich. Heute ist diese Technik schon wieder überholt, wir sind schon viel weiter. Aber okay, soll ich vielleicht auf die... Ja, ich gehe gerne hoch. Bisschen lauter vielleicht, aber es koppelt sonst hier vorne zurück. Da oder da? Okay, dann darf ich mich ganz kurz vorstellen. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie mir zuhören. Ich bin im Grunde genommen... Ja, okay, ich hab's vor Mund jetzt. Ihr hört mich? Dann ist doch alles bestens. Dann ist doch alles bestens. Okay. Ja, ich versuche es. Ich bin nicht so ein Schreier. Okay. Ich will heute, ich stehe das erste Mal im Grunde genommen in der Öffentlichkeit und kann darüber berichten. Ich will es auch kurz fassen. Mein Leben bestand im Grunde genommen darin, dass ich Unternehmer war. Mich hat Politik nur zweitrangig interessiert. Also all die Themen, die der Erich heute angesprochen hat, muss ich sagen, haben mich damals gar nicht interessiert. Allerdings nur so lange, bis ich selbst Opfer dieses Systems oder der Justiz wurde. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich habe ein Unternehmen gehabt. In diesem Unternehmen haben wir Blockheizkraftwerke hergestellt. Wer sich da in der Energietechnik auskennt, weiß, dass ein Blockheizkraftwerk zum größten Teil von einem Motor betrieben wird. Und dieser Motor, der lief bei uns mit 75% Wasser. Dafür gibt es Patente, dafür hatte ich auch eine wahnsinnige Crew. Und nun ja, okay, wir waren so erfolgreich, dass wir innerhalb von 9 Monaten einen Auftragseingang von 560 Millionen Euro hatten.
dann sind natürlich die Energiekonzerne auf uns aufmerksam geworden. Denn wir hätten im Grunde genommen mit unserer Technologie, hätten wir dafür Sorge tragen können, dass alle Kraftwerke abgeschaltet werden können auf Dauer. Natürlich nicht von heute auf morgen. Ist es jetzt besser? Okay. Alle Kraftwerke hätten abgeschaltet werden können und jeder einzelne Haushalt hätte im Grunde genommen für 0 Euro Heizung und Strom beziehen können. Dass das natürlich den Lobbyisten nicht recht war, musste ich am eigenen Leib erfahren. Eines Tages stand plötzlich die Polizei bei uns im Haus, hat mich festgenommen, nicht nur mich, sondern auch die gesamte Direktionsebene. Wir wurden in U-Haft geschickt oder gebracht, auf eine sehr eigenartige Art und Weise, und uns sollte ein Prozess gemacht worden werden. Nur man hatte bei der Staatsanwaltschaft keinerlei Gründe gefunden, uns anzuklagen. Also musste eine Geschichte erfunden werden und somit hat man mich zum größten Betrüger in Bayern erklärt. Zumindest ging es so in ganz Deutschland durch die Medien. Selbst Frontal 21 vom ZDF hat darüber berichtet. Der Bayerische Rundfunk hat berichtet. Alles Mögliche ist auch heute noch auf YouTube zu sehen. Ich saß 2 Jahre in U-Haft und erst dann begann der Prozess. Das heißt, eine unüblich lange Zeit in U-Haft zu sitzen und nicht zu wissen, warum ist man eigentlich hier, ist schon Wahnsinn. Als der Prozess begann, haben wir natürlich alle möglichen Beweise schon parat gehabt. Wir hatten ja Anwälte, allerdings hat man uns alle Konten vorher gesperrt. Es war nicht möglich, dass ich einen Wahlverteidiger nehmen konnte. Ich konnte ihn ja nicht bezahlen, sondern wir mussten mit Pflichtverteidigern Vorlieb nehmen. Pflichtverteidiger sind bekanntermaßen natürlich nur so viel tätig, wie sie bezahlt werden. Und das ist nicht allzu viel. Also lag es an uns, uns selbst zu verteidigen. Beweisanträge jedweder Art, die unsere Unschuld hätten beweisen können, wurden abgelehnt. Fadenscheinige Gründe. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Und letzten Endes musste ich es hinnehmen, 94 Verhandlungstage und dann habe ich zu meinem Anwalt gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Das macht keinen Sinn mehr. Vor dieser Justiz werde ich niemals Recht bekommen. Man hat mich zu 9 Jahren Haft verurteilt. Man hat die ganze Technologie im Grunde genommen entsorgt. Und man hat im Grunde genommen jedwede Anstrengung, auch von den Medien her, total unterbunden. Der Herr Neumann, der war jemand, der mich kurz nach meiner Entlassung, das war im November 2016, angesprochen hat über Facebook, habe ich abgelehnt. Ich sage Ihnen auch warum. Ich habe mit Journalisten verdammt schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn Sie im Gericht mal sitzen und merken, dass die ganze Presse in Deutschland nichts anderes als die Presseberichte der Staatsanwaltschaft nur umzuformulieren und die Staatsanwaltschaft natürlich auch nur einseitig recherchiert hat, niemals eine Unschuldsvermutung hatte, niemals, ja, dann hatte ich einfach keine Lust mehr, mit Journalisten nochmal Kontakt zu haben. Kann ich verstehen, ja. Kannst du nochmal sagen, um welche Summe es sich handelte, insgesamt, was der Staat an Steuern eingespart beziehungsweise weggefallen wären, wenn deine Idee Beispiel zum Teil, also oder sag mal so, wie viele Milliarden nimmt der Staat pro Jahr ein über die Stromsteuer? Sind das 40? Nicht mal die Stromsteuer, sondern Milliarden? Allein aus der Mineralölsteuer werden 40 Milliarden eingenommen. Genau. Und es kam ein Anwalt auf mich zu, ich darf den Namen nicht nennen, weil ich kein Journalist bin, der wollte mich verteidigen. Mhm. Auf die Frage hin, oder
auf die Aussage hin, ich kann sie nicht bezahlen, hat er gesagt, macht nichts, ich werde bezahlt. Ich wollte von ihm wissen, wer bezahlt sie, um mich noch zu verteidigen. Ich hatte ja bereits zwei Pflichtverteidiger. Kam er nach 2-3 Besuchen erst mit der Aussage der BND. Der BND würde mich sprechen wollen. Dieser BND würde mich abholen mit einer Limousine aus dem Gefängnis. Ich war in Nürnberg einsässig und nach München fahren und da würde man was aushandeln. Ich bin auf das Angebot nicht eingegangen. Ich sage Ihnen auch, warum. Diese Verhaftung meiner Person plus die Zerstörung dieser Firma, die finanziell total gesund war, hat dazu geführt, dass 1600 Leute ihre Existenz verloren haben. Und wenn der BND, und ich habe mir ja sagen lassen, was er von mir will, mich rausholt für seine Zwecke, aber die 1600 Geschädigten auf der Strecke lässt, da spiele ich nicht mit. Das war also mein Ansinnen. Bandenmäßiger Betrug. Ein bandenmäßiger Betrug. Nun muss man sagen, dass du das viele Kollegen hattest, die dich noch während deiner Haft auch verteidigt haben und versucht haben, das aufrecht zu erhalten. Ja. Und haben die Chronologie ein bisschen geschildert. Da ist eine große Halle mit der Idee oder mit diesem. Ja, also es ist Pilot ja nicht so, dass es also so wie die Staatsanwaltschaft behauptet hat, dass es nur ein Scheinbetrieb gewesen wäre. Es stand ein dreistöckiges Bürohaus da, da waren also 50 Innendienstkräfte. Dann hatten wir eine riesen Halle, wo wir diese Blockheizkraftwerke produziert hatten. Da hatten wir 100 Mitarbeiter und ich hatte 4.800 Mitarbeiter im ganzen Bundesgebiet. Also im Grunde genommen war ich im Grunde genommen Herr über, oder Chef von 5.000 Leuten und das sollte dann nur eine Scheinfirma sein. So, und man muss sagen, ich will nur 2-3 Dinge schildern, um Ihnen klarzumachen, wie die Justiz vorgeht. Wir haben unsere Motoren, also die ganz normale Deutz-Motoren in China gekauft, in einer Manufaktur. Die wurden hier nach Hamburg geliefert und zum Zeitpunkt der Inhaftierung standen noch 100 Container im Hamburger Hafen. Ich dachte mir nun, ja, okay, da wird ja die Staatsanwaltschaft irgendwann dahinter kommen, dass da auch noch 100 Container stehen, obwohl in unserer Firma ja auch schon hunderte von Motoren fertig waren. Diese 100 Container sind eigenartigerweise aus dem Zollhafen gestohlen worden. Und wer ein bisschen Ahnung hat davon, weil na, das sind Fakten. Wer ein bisschen Ahnung davon hat, weiß, die Ware, die in Hamburg ankam, die war von uns bereits bezahlt. Denn in China, den Lieferanten oder den Herstellern, mussten wir bezahlen, Bill of Lading, also wir mussten bezahlen, wenn es aufs Schiff geladen wird. Dann wird es in Hamburg ausgeladen und da müssen wir es abholen und den Zoll entrichten. Dann erst bekommen wir die Container und dann können wir sie entweder über Binnenschiffe oder über Zug oder LKW zu uns nach Nürnberg holen. So haben wir es immer gemacht und jetzt waren plötzlich 100 Container noch im Hamburger Hafen angeliefert worden und plötzlich waren die verschwunden. Ermittlungen haben ergeben gar nichts. Gar nichts. Staatsanwaltschaft sagt, wir können da nichts ausfindig machen. Das Zweite war, dass ich einen Kfz-Meister hatte, der ist in der Formel 1 tätig gewesen, weil da arbeitet man auch mit Wassereinspritzung in der Formel 1. Und dieser Mitarbeiter, der war Kfz-Meister, den hat man nicht inhaftiert zum Zeitpunkt, als ich noch in U-Haft war. Und nun ja, er ist mit seiner Frau nach Tunesien gereist und als er zurückkam, hat man ihn verhaftet. 1,5 Jahre, nachdem ich noch in U-Haft saß. Warum? Er hat im Grunde genommen 2 Motoren aus unserer Halle nach meiner Inhaftierung gestohlen, hat die heimlich eine Halle angemietet im Münchner Raum, hat diese 2 Motoren dahin verfrachtet und hat die umgebaut, um dann später für mich Beweismittel vor Gericht zu haben. Man hat ihn am 31. Juli 2012 verhaftet, inhaftiert und am 15. August ist diese Halle eigenartigerweise abgebrannt.
eigenartig. Keiner wusste von dieser Halle, aber sie waren nicht mehr da. Und solche Merkwürdigkeiten ziehen sich durch den ganzen Prozess. Ich habe mit Professoren von Universitäten zusammengearbeitet. Die wollte ich als Zeugen laden, zumal diese Herrschaften auch mit ihren Studenten an dieser Technologie gearbeitet haben. Was ist passiert? Diese Herrschaften wurden als Beweismittel abgelehnt. Ich durfte sie nicht als Zeugen haben. Eine Begründung? Die Begründung war, weil das Gericht selbst einen Professor benannt hatte als Gutachter in unserem Prozess von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Und nun ja, dieser Professor, der da kam, hat natürlich sein, naja, Schulwissen, veraltetes Schulwissen zum Besten gebracht da. Auf die Frage, ich habe ihm dann gleich die Frage gestellt, als er das erste Mal vor Gericht erschien, ob er mit dieser Technologie schon mal zu tun hatte, hat er klipp und klar Nein gesagt. Dennoch, obwohl wir dann auch Befangenheitsanträge gestellt haben, wurde er als Gutachter zugelassen. Und dieses Gutachten war auch der Grund meiner Verurteilung. Ja. Nun ja, ich will heute nicht allzu viel dazu sagen. Ich habe ein Buch darüber geschrieben und eigenartigerweise ist der Verlag, nachdem er so 10.000 Bücher verkauft hat, in Konkurs gegangen. Selbst bei einem großen Verlag, der immer solche heiße Themen anfasst, hatten kein Interesse mehr. Ich habe jetzt allerdings wieder die Chance, weil ich hatte eine ganze Menge Direktoren. Im Januar des nächsten Jahres wird ein neuer Prozess beginnen. Da werden die Direktoren vor Gericht gestellt. Und diese Direktoren sollen genauso verurteilt werden. Und jetzt sage ich, jetzt muss ich meinen Mund aufmachen, das kann nicht sein. Das wird die unendliche Geschichte. 60 Millionen haben wir damals eingenommen. Ich hatte zwar ein Bestellvolumen von 560 Millionen, habe aber 500 Millionen abgelehnt, weil wir so viel gar nicht produzieren konnten. Habe ich also unserer Auftragsabteilung den Auftrag erteilt, den Kunden mitzuteilen, bitte zu einem späteren Zeitpunkt bestellen, obwohl die alle im Voraus bezahlen. Wäre ich ein Betrüger, hätte ich mal locker eine halbe Milliarde einnehmen können. Gell? Aber auch das waren keine Argumente. Und deswegen erhebe ich heute das Wort und sage, diese Justiz, da stimmt was nicht. Ich behaupte sogar, aber das ist jetzt, wie gesagt, ich habe auch keine Namen genannt, ich behaupte sogar, diese Justiz wird gesteuert. Die gesteuert, ob sie jetzt von der Regierung, vom System gesteuert wird oder lediglich von Lobbyisten. Ich sage Ihnen eins, diese 6 Jahre werde ich nie in meinem Leben vergessen, die ich dort verbracht habe, aber sie haben mich zu einem Menschen gemacht. Vorher war ich Businessman. Ich hätte nichts auf Deutschland kommen lassen, denn mir ging es gut. Ich war mehrfacher Millionär und heute lebe ich von der Sozialhilfe. Und soll ich Ihnen was sagen? Ich bin heute glücklicher. Lieber Horst, ich danke dir herzlich, dass du hier warst und deine Geschichte erzählt hast. Ich denke zu dieser Lobbyisten-Geschichte könnte wahrscheinlich der Erich was sagen, ne? Denn nimm dieses Mikrofon, er ist noch am Verkabeln, weil hier ist ein Kabelbruch. Ich danke dir aber herzlich. Ja, ich habe da tatsächlich nochmal direkt was anzuschließen und richte mich mit dem Anschluss eigentlich mehr an die Protestierer oder zumindest auch sehr an die Protestierer oder dem Rassismusgedanken. Das ganz aktuelle Thema, mit dem ich mich beschäftige, ich habe die ersten staatlichen Erklärungen dazu. Ein ganz einfacher Steuerfahnder erzählt mehreren Leuten, die Zigeuner mache ich platt. Der Mann ist mittlerweile Leiter der Steuerfahndung. Im Rahmen dessen, was er unter Plattmachen versteht, wurden 150 Sinti und Roma inhaftiert mit dem Vorwurf der bandenmäßigen Kriminalität. Es gab in einem Unternehmen eventuell 40.000 Euro Steuerschuld. Die wurden mal der 150 hochgerechnet, damit man eine stolze Summe hat. Und von diesen Sinti und Roma
Wir dürfen den Holocaust bitte nicht nur auf die Juden beziehen. Es wurde auch über 1 Million Sinti und Roma von den Nazis vergast. Es sind 11 Leute innerhalb der Haft oder kurz danach verstorben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das bei jedem, aber selbst einer wäre zu viel. Und insofern kann ich das, was der Vorredner gesagt hat, dass die bandenmäßige Kriminalität ein einfaches, probates Mittel ist, weil das eröffnet der Justiz sämtliche Handlungsmöglichkeiten, indem sie den Vorwurf erhebt, kein Einzelfall ist. Das wird konsequent gemacht und auf die Fragestellung, wird die Justiz von der Politik oder von den Lobbyisten gesteuert, gibt es aus meiner Erkenntnis ganz einfache Antwort von beiden, je nachdem wie die Interessenslage ist. Mal ein bisschen mehr Lobbyismus, ein bisschen weniger Politik, mal umgekehrt. Also es ist mit Sicherheit kein Einzelfall und solche Abstürze, dass ich will jetzt gar nicht auf die wirtschaftliche Situation eingehen, dass er ehemals Millionär war, sondern von Menschen, die wirklich was für die Zukunft bringen können, dass die zugunsten von den anderen platt gemacht werden, das ist fast schon eine Tagesordnung. Vielen Dank, Erich. Das geht ja. Wunderbar. Könntet ihr vielleicht einen kleinen Applaus an den Jan spenden? Der hat eigentlich ein Sicherheitsunternehmen und macht also Beleuchtung und auch Ton ab und zu. Aber es ist eine neue Situation hier und ich danke ihm vielmals, weil der Guido leider heute nicht konnte. So, jetzt hätte ich gern noch mal mein Funktelefon, warte mal hier, mein Funktelefon sage ich immer. Moment, weil ich habe im Publikum jemanden sitzen. Das ist eine junge Frau, die ist Hebamme. Und sie wollte nicht auf die Bühne, oder hast du jetzt dir es überlegt? Oder soll ich zu dir kommen? Sie wollte gerne über sich sprechen und den Beruf und die Herausforderungen. Würdest du dich bitte kurz vorstellen? Also mein Name ist Dorothea Baumgartner. Ich bin schon seit über 20 Jahren Hebamme. Und über Politik und so habe ich mich auch nie groß interessiert. Aber dann mit der Zeit, als es darum ging, dass unser Beruf immer schlechter dastand, hat es mich doch angefangen zu interessieren, weil dass die Presse überhaupt nicht ausreichend über die Situation berichtet und dass mich Bekannte, Freunde, Verwandte immer angesprochen haben, sehr, sehr, sehr schlecht informiert. Und dann habe ich halt angefangen, und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass es keine Lösungen gibt dafür, dass der Beruf immer weiter ausgedünnt wird, sodass Familien alleine dastehen, dass eine Frau sich eine Hebamme teilen muss mit 5 anderen Frauen unter der Geburt. Das ist alles sehr, sehr traurig. Bei meinem ersten Wochenbettbesuch, wenn ich die Frauen besuche und erstmal frage, wie war die Geburt, fangen viele erstmal an zu weinen, weil die einfach wirklich traumatisiert sind unter diesen Umständen. Und manche Frauen kommen ins Krankenhaus der Wahl und wollen dort ihr Kind kriegen und dann müssen die aber leider die Frau wegschicken zu einem anderen Krankenhaus, weil die Kapazitäten nicht mehr ausreichen. Und die ganzen Kliniken rundherum, die kleinen, werden geschlossen, auch hier in der Gegend. In Lahnstein habe ich gearbeitet als Beleghebamme. In Boppard ist zu. Diese ganzen kleinen Häuser sind zu. Und in den großen Kreissälen werden dann halt sehr viele Frauen gleichzeitig oft von einer Hebamme betreut. Ja, und das ist halt eine traurige Situation. Die Hebammen sind in der Regel sehr gut ausgebildet, suchen sich Berufe, arbeiten nur noch Teilzeit. Aber das Problem ist, dass die Familien halt auf der Strecke bleiben. Enttäuschend finde ich auch, dass die damit immer nur die Betroffenen allein gelassen werden und dass die ich auch schon Kinder haben oder irgendwann mal Enkelkinder kriegen, dass die sich auch nicht dafür interessieren, diese ganze Situation aufzunehmen und auch mitzukämpfen. Ich war auf vielen Demos, ich habe Interviews gegeben, aber es kommt irgendwie nie so richtig an. Und ich denke mal, das sind halt viele Berufe, die so erzählen können, wie es dann eben mit dieser, wie es einfach runtergeht mit der Versorgung von Menschen. Ja, das ist das, was ich sagen wollte. Vielen Dank, Dorothee. Ja. Welche Lösung wäre für dich, käme in Frage, um deine Problematik da auf den Weg zu bringen? Mit welchen Institutionen müsste man sich da zusammensetzen? Wer hast du mal recherchiert? Also es ist so, dass der Hebammenverband
sehr aktiv ist. Der ist auch bei Politikern immer wieder aktiv und es sind auch einige Abgeordnete, die interessieren, aber es wird nicht aufgenommen von dem Gesundheitsministerium. Lösungen, die auch angeboten sind, die auf dem Tisch liegen, in die Taten zu setzen. Es gibt Vorschläge, es gibt viele Vorschläge, aber es wird immer nur schon seit Jahren jetzt darüber geredet, ja, wir nehmen uns dem Problem an, aber es wird nicht gelöst. Der Hebammenverband hauptsächlich, der ist immer wieder dran. Ja. Willst du denn noch was sagen? Oder du warst mitgekommen, du bist auch Hebamme. Ne? Vielen lieben Dank. Dieser Vortrag wird ja mitgeschnitten. Und ich denke mir, ich werde es mal dem Tetlef Pilger und auch dem Alexander Ulrich diesen Ausschnitt geben. Der eine ist bei der Linken und der andere ist bei der SPD. Unter Umständen können die sich der Sache ja wenigstens mal annehmen. Und ja, ist schon klar, aber du hast dieses Problem hier jetzt aufgeworfen und das sind unsere Abgeordneten im Bundestag von Rheinland-Pfalz. Dann sollten wir uns doch speziell da mal an die richten. Das ist auf höchster Ebene, sind wir schon auch im Gremium gewesen und so. Es ist schon seit Jahren auch im Bundestag, wir waren in Berlin. Ich glaube nicht mehr, dass das wirklich, nein, ich habe die Hoffnung aufgegeben. Es ist nicht gewollt, dass dies die Situation verändert. Das ist, ja, natürlich darfst du was sagen. Also das ist ein großes Problem. Und ich sag dir, diese Dinge, die in Chemnitz passiert sind, von der großen Mitte, die da beklagt werden seit 30 Jahren. Und man muss mal sehen, dass diese Zahlen guckt man sich ja nie an, also die überhaupt nichts mit AfD und den Rechtsradikalen, die es ja durchaus gibt, aber ganz, in ganz Deutschland, und die sich dann immer hordenweise dann irgendwo angliedern. Das sind in 30 Jahren 100.000 Chemnitzer in andere Bereiche Deutschlands gezogen, nur um einen Job zu finden, weil es dort nichts gab. Die Industrie war platt. Ne? Derzeit wohnen dort 50% und die sind, also 50% der Bevölkerung sind über 50. Die machen sich natürlich auch jetzt Gedanken um ihre Rente. Und deshalb sind die genauso sauer, weil in den 30 Jahren nichts passiert ist. Sie hatten vorher einen Sozialstatus oder Bedingungen, wo sie sich keine Gedanken machen mussten, alt zu werden. Der ist aber, also die haben Bange, um ihre Rentenzeit da noch zu verbringen. Und genau das ist der Punkt, wenn du den aus deinem Bereich ansprichst, und da gibt es noch zig andere, es werden diese Probleme einfach viel zu lange liegen gelassen und es gibt einfach nicht genug Leute, die da aufstehen, um den Druck zu erzeugen, damit da endlich eine Entscheidung getroffen wird, wenn doch dort Bedarf besteht. Und genau das, denke ich, müsste sich natürlich in der Politik ändern. Da hast du vollkommen recht, dass wir nicht so missmutig bleiben. Ne? Ja, ich bin die Michelle, bin auch Hebamme und nur mal ganz allgemein zum Thema, weil hinter mir eben Leute saßen, wo immer wieder gesagt wurde, was hat das jetzt mit dem Thema zu tun, was soll das Thema denn jetzt? Es geht ja allgemein einfach nur darum, mal ein anderes Bewusstsein dafür zu schaffen, dass bestimmte Dinge von der Regierung, von ganz oben, einfach gezielt nicht gewollt sind und dann so, dass auch in den Medien und überall in der Politik das gezielt einfach runtergewirtschaftet wird. Ob jetzt der Hebammenberuf oder der Journalismus, dass einfach gezielt Sachen vertuscht werden oder anders dargestellt werden. Und darum geht es ja heute einfach, ein Bewusstsein zu schaffen, mal auch eine andere Sicht auf die Dinge zu nehmen. Und ich sag mal, egal, ob es jetzt heute, haben wir über verschiedene Themen was gehört, was der postet bei Facebook oder auch nicht, das ist ja mal egal, dass da auch Sachen gelöscht werden, von denen man nicht will, dass andere die lesen, dass das weitergetragen wird, das ist ein Fakt. Auch Spiegel Online, da werden auch Kommentare gelöscht, wenn es nicht, oder geschlossen, genau, wenn es nicht das ist, was die eben vermittelt haben wollen. Und das ist ja die Grundessenz des heutigen Abends. Ich danke dir sehr herzlich. Also ich denke, das sind so strukturelle Probleme manchmal. Also wenn wir so gerade von den Journalisten oder von den Medienunternehmen sprechen, die haben ja letzten Endes auch einen Auftrag. Und der Erich hat das vorhin schon sehr, sehr gut erläutert. Und ich denke, die Zivilcourage auch von Leuten, die dann da angestellt sind, die ist einfach nicht vorhanden, zum Teil einfach zu monieren. Das ist natürlich
ein großes Problem. Und ich glaube, Karl Marx hat es irgendwann mal gesagt, wenn die Zuspitzung der Widersprüche, also wenn die Widersprüche sich zuspitzen, dann kommt es zu diesem revolutionären Akt. Da muss wahrscheinlich noch viel mehr dann wohl kaputt gehen, weil wir ja immer noch einigermaßen gut leben. Also wir werden ja immer auf andere Drittländer verwiesen. Da geht es ganz schlimm in Indien und in Afrika und wie auch immer sind wir in Deutschland noch gut da geht es uns noch zu gut. Aber generell sind wir ja diese Bedingungen gewöhnt und wir sehen Probleme. Wir wollen sie ja besser versorgen und besser machen. Also kann man die Probleme nennen und muss auch Lösungen dafür finden. Ne? Also vielen Dank für eure Teilnahme und die Beiträge. Ich freue mich sehr. Finde, in die Richtung muss es auch gehen. Möchtest du noch was sagen, Rolf? Du bist sprachlos. Ja, ich bin sprachlos. Also, ich... Los. Ich entdecke natürlich überall immer wieder die Gemeinsamkeit. Bei diesen ganzen Storys, man ist ja nicht nur die Story, Entschuldigung, wenn ich das so abfällig sage, sorry, aber Geschichte, deine Geschichte, deine Geschichte, seine Geschichte, ganz, ganz tragisch. Ich kenne auch Menschen, die ähnliche Geschichten erlebt haben, persönlich, und man denkt dann immer, da muss aber was passieren irgendwie. Und wir sind alle in einem solchen Hamsterrad, dass wir da mal kurz aufforschen können und mal kurz teilhaben können oder so. Aber wenn es uns nicht wirklich was substanziell angeht, dann haben wir allein von der Zeitfrequenz, die uns übrig bleibt, uns für solche Dinge zu kümmern, haben wir dann eigentlich gar keinen Space mehr, gar keinen Platz. Ne? Also ich muss mir hier wirklich schon einiges aus den Rippen schneiden, um hier heute Abend zu sitzen und diesen ganzen Affenzauber hier mitzumachen. Und ja, es ist so, morgen früh um 6 Uhr wieder raus, dann geht es um andere Dinge. Und da wünscht man sich schon irgendwie, dass es mehr Anteilnahme gibt. Ne? Und wenn hier mal jemand erzählt, er war ungerechtfertigt 9 Jahre in Haft und andere Menschen sagen dann, oh... Ja, da frage ich mich irgendwie, ich spiegel das einfach mal hoch, so auf ganz Deutschland irgendwie, was ist hier los? Ich kapiere es einfach nicht mehr. Ne? Also fehlende Anteilnahme ist ein grundlegendes Problem, was wir hier haben. Wir sehen ja so viele tausend Bilder. Wir sind ein kleines Klientel, klar. Also ich meine, wir sehen tausend Bilder von Krieg und von ganz schlimmen Dingen. Und irgendwann, glaube ich, macht der Mensch einfach zu. Und da müssen wir wirklich ganz laut Hallo schreien und auch ihr oder die Gegendemonstranten haben auch ihre Bewandtnis. Die haben ihre Themen und die wollen die laut nach vorne schreien, okay. Wir haben auch unsere Themen und der Herr gerade eben hat sein Thema. Aber hier gibt es so viele Themen. Ja, wie kriegen wir die irgendwie mal gebündelt, dass wir sagen, pass mal auf Leute, hier müssen wir irgendwo einen Punkt machen und irgendwie humanistisch weiterdenken. Nicht immer nur um diese Scheißkohle, die in die nächsten 2 Jahre sowieso keinen Wert mehr hat. Ja? Und da werde ich noch mich wundern oder bin gespannt, wie das weitergehen soll mit diesen ganzen Themen. Ich weiß es nicht. Du lachst jetzt natürlich wieder, okay, willst du was sagen dazu? Also ich will noch mal kurz sagen, das ist ein kleines Klientel auf der Wiese gewesen. Die sind ganz, ganz wenige. Aber sicherlich haben die auch eine Stimme. Und ich freue mich, ehrlich gesagt. Du bist ja, Olli, du bist da. Olli hat mit mir die Obdachlosen-Kampagne gemacht und kann wunderbar Geige spielen. Und ehrlich gesagt, ich habe mich etwas gewundert. Ich freue mich, dass du aber hier geblieben bist. Ich habe mich gewundert, weshalb du diese Lüge vorhin verbreitet hast, dass ich behauptet hätte, ich wäre bei den Linken Mitglied. Das habe ich nie behauptet und das musst du irgendwann auch mal zur Kenntnis nehmen. Du kannst nicht versuchen, dieses Podium zu nutzen, um unter Umständen, keine Ahnung, eine Geschichte von dir preiszugeben. Ich finde das nicht fair und es ist letzten Endes auch eine falsche Information. Kommt man da irgendwie klar, dass du zumindest sagen kannst, dass es einfach nur hier so ein Bashing ist oder aus welchem Grund machst du das hier mit? Vorher auch nicht in der Linken. Du bist ja quasi zu der Zeit eingetreten und bist ganz aktiv dort, als es um einen Beschluss gegen mich ging bei den Linken, obwohl ich nie Mitglied war. Ich nehme das Mikrofon, ja. Okay, danke schön. Also erstmal nehme ich den Ball auf von Ralf.
der noch mal was ganz anderes gesagt hat. Und sage, ja, es geht um wichtige Themen, es geht aber auch um klare Kanten. Und es geht manchmal auch um die Sache, und das verstehe ich da nicht, weil wie argumentative Sachen einfach unter den Tisch fallen. Um zu dir zu sagen, Sabine, ja, ja, wir haben zusammen eine wunderschöne Sache gemacht für die Aktion für Obdachlose. Ich habe in keinem Wort gesagt, du wärst Mitglied. Du hattest doch vorhin erwähnt in deiner Ansprache. Ich kann dir das zeigen. Ich habe explizit gesagt, dass du kein Mitglied bist. Zuhören, Sabine. Das war kein oder ein? Kein. Oh, dann entschuldige ich mich. Dann habe ich das falsch. Ja, ich entschuldige mich dafür, wenn ich das falsch verstanden habe. Okay, gut. Olli, dann nehme ich das zurück. Ganz gut. Gut. Genau. Aber es schön ist, wenn ich was sagen darf, ohne das Mikro direkt wegzuziehen, weil dann ist es kein Dialog. Also ich würde gerne wünschen... Das ist Dialog. Das ist Dialog. Wie ist das? Ihr habt immer recht, ne? Nee, ist okay. Nein. Prinzipiell geht es mir darum... Du hast schon in gewissen Formen suggeriert, du wärst Mitglied. Und wenn man das nachvollzieht, ist es halt schwer. Weil es ist so, Sabine, keiner von den Linken, von den Mitgliedern, aber auch, du hast auch keinen im Sprecherrat, der sagt, ja, wir finden die Sache, die heute passiert, gut. Es hat ganz viele Schwierigkeiten, warum wir sagen, wir müssen aufpassen, was hier passiert und warum wir uns distanzieren müssen. Was wäre denn zum Beispiel ein Argument? Was ist dir da aufgefallen? Die Sachen, die mir Sorgen bereitet, und ich bin kein besorgter Bürger, geht darum, deine Verbindungen, ja, die du hast. Die Verbindung geht, wenn Rolf Künstler AfD-Plakat von Guido Zeburski liked, das ist nicht lange her, wenn es darum geht, ja, gibt hier, okay, Entschuldigung, Plopper, Ken FM, da gibt es direkte Verbindungen zum Jürgen Elsässer, ja, Jürgen Elsässer, das Kompakt-Magazin, die haben Frauen in schwarzem T-Shirt, Tor für Deutschland, ja, und verteilen ihre Zeitungen auf Pegida. Das tut mir im Herzen weh. So, das kann ich nicht gutheißen. So, und Ken FM sitzt daneben und sagt, geil, ich habe eine tolle Diskussion. Und da geht's auch, und ich mache da keinen Hehl draus, ich bin homosexuell. Und da geht's um richtig harte Sachen, ja, und richtig schlimme Sachen gegen Patchwork-Familien, gegen eigentlich alles, was Liebe und Gutmensch sein bedeutet, ja, und die reden beide, ja, eigentlich finden wir es beide kacke. Und das likest du, das verteilst du, den macht bei Human Connection, wo dabei steht, ja, es spendet dafür, und danach steht, Spendeneigentümer ist Ken Jebsen, noch nicht mein Verein steht dahinter. Ja, wo ich dann denke, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht Friedenskultur, das kann doch alles nicht sein. Und da fühle ich mich halt schwer. Kann ich nur mal kurz was dazu sagen? Nee, Olli, gut, dass du es jetzt gesagt hast. Das, was euch auf dem Herzen liegt, ich muss kurz dazu Stellung nehmen. Denn ich glaube, es sind falsche Informationen geflossen. Und die Frage ist, hast du das selbst gesehen oder hat es dir jemand erzählt? Das ist die Frage, wirklich. Es ist wirklich wichtig. Ich habe sie selber gesehen, ich habe es fotografiert und habe dem Sprecherrat der Linken als auch der Partei noch allen anderen zur Verfügung gestellt. Okay, dann muss ich kurz... Das ist in Ordnung, diese Belege, die hätte ich gerne mal gesehen. Ich sag dir warum. Human Connection ist eine GmbH, eine gemeinnützige. Und es kann dort nicht der Vereinsvorsitzende zum Beispiel, der Ken FM sein, also der Ken Jebsen. Es ist Dennis Hack aus Stuttgart. Wir kennen den persönlich und haben den zu mehreren Friedenstreffen kennengelernt. Ich gehe sogar so weit, dass er hier irgendwann auch mal sprechen wird, weil das ist eine wirklich tolle Plattform. Dennis Hack, also das war dein erster Punkt, den du genannt hast. So, dann hast du den Jürgen Elsässer genannt. Dazu muss ich was sagen, weil es ist einfach, du bist ja auch bei den Linken jetzt neuerdings und ich habe euch 15 Seiten letztens geschickt auf eure Fragen, auf euren Fragenkatalog, den ihr an mich geschickt habt, den habe ich beantwortet. Und hast du den gelesen? Den hast du gelesen, so. Und da habe ich dir aber, ich denke nicht, aber vielleicht nicht genau,
weil dort habe ich sehr genau erklärt, oder vielleicht schicke ich dir noch einen anderen Beitrag nochmal nach, die Friedensbewegung hatte sich schon Ostern 2014 klipp und klar von Jürgen Elsässer verabschiedet. Jürgen Elsässer war derjenige, der kommt übrigens ja ursprünglich von den Linken und deshalb haben Linke wahrscheinlich auch so ein Problem und hat sich eindeutig in die rechte Ecke entwickelt, hat übrigens die Antideutschen, der Thomas Welden ist ja da, die Antideutsche Bewegung gegründet. Das wissen wir. Und er hatte diese nationalistischen Züge, hatte der schon vor 2014, aber das hat er zum Ausdruck gebracht auf verschiedenen Bühnen. Und die von der Friedensbewegung haben sich das angehört, weil du kannst ja niemanden beurteilen, wenn du die Sachen nicht gehört hast. Und Ostern war für die allen Cut, Lars Merholz, Carsten Halfter. Und die wollten mit ihm nichts mehr zu tun haben, aber er hat gebuhlt, weil diese Berliner, dieser aktionistische, dieses Bündnis, überall ihre Kontakte hatten. Die Bühnen mit dem Ordnungsamt, die hatten die Logistik, die Techniker. Und er wollte sich dort mit einzecken. Ich muss das korrigieren, nur dass er das nicht immer wieder weitererzählt. Wir haben mit dem Elsässer nichts am Hut. Nee, haben wir nicht. Jeden Tag. Nein, wann denn? Ken Jebsen liked's. Nee, Moment. Ken Jebsen? Ken Jebsen? Nein, tut mir, stimmt nicht. Nein, stimmt nicht. Nee, aber der Ken Jebsen hat mit dem Elsässer gar nichts mehr zu tun. Er hat ganz klar gedacht. Bitte, können wir einen... mit Elsässer... Niemals! Nie! Kompakt! Guck doch auf YouTube, jede Woche macht er ein Video. Ich. Pass auf, zeig mir das und dann sprechen wir drüber. Okay? Das ist vielleicht eine Lösung? Ja, gut, aber selbst diese Geschichte, die bezweifle ich. Ja, naja, gut, da hast du recht. Ja. Ja. Also. Naja, also das ist ja diese Kontaktschuld, von der du da sprichst, ne? Ein bisschen seltsam, oder? Also ich will das nur mal sagen. Also man sollte schon Mensch und Mensch und Mensch unterscheiden, ja? Und das immer so zusammenzuwerfen, ist ein bisschen schwierig. Also die Kontakt... Ich komme mal zu dir runter und sonst sieht es so aus, als ob ich mich irgendwo rüberstelle. Es ist so, wir haben es versucht vorhin beim Guido zu erklären. Also ich mache ein anderes Beispiel auf. Du hast einen Drogendealer. Du weißt ganz genau, der macht krumme Geschäfte. Und das darf er nicht tun. Aber du bist mit dem in den Kindergarten gegangen oder in die Schule. Ist ein blödes Beispiel. Aber du würdest diese Freundschaft, wenn du den merkst, würdest du nicht aufgeben und würdest sicher für ihn sorgen, ihm helfen vielleicht. Aber irgendwann ist dann ein Cut. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen überzeichnet. Aber dann wirst du vielleicht, wenn du den magst, nicht aufgeben. Beim Guido habe ich es erklärt. Ich habe ihn als Geschäftsmann kennengelernt im Verlag. Und er ist ein guter Freund. Warum sollen wir uns denn nicht mit diesen Menschen unterhalten? Wir können nicht immer auf Konfrontation gehen, weil es dann wir die Leute isolieren. Weißt du, Olli, wir wollen ja eigentlich Menschen gewinnen für bessere Lösungen, dass wir drüber sprechen. Genau, wenn ich kurz sagen darf, ich verstehe den Sinnpunkt. Aber ich habe das Gefühl, du kommst nicht zum Dialog, sondern du missionierst die ganze Zeit. Der Punkt ist doch, man muss klare Kante zeigen für verschiedene Gedankengut. Auch gegen Guido, auch gegen verschiedene anderen Künstlern. Und man muss klar sagen, hier ist unsere Grenze. Und das machst du nicht, sondern... Ja, Olli, aber wolltest du noch was sagen? Es muss doch klar sein, dass man sagt, ab dem Punkt, ich fass mich wirklich kurz. Man muss klare Kante zeigen gegen ganz viele Strömungen. Und da sind Leute dabei bei euch, die das machen. Das muss ich bis jetzt abstreiten. Aber Olli, wir wollten diese Geschichte noch klären, weil das müssen wir wirklich, das ist mir wirklich wichtig, denn da gibt es keine Verbindung. Du kannst ihn keinen Jebsen fragen. Also wir wissen das alle, dass er zu Elsässer überhaupt keine mehr. So, jetzt hätte ich gerne den Erich, aber diese Belege möchte ich sehen und ich konfrontiere, weil wir haben direkten Kontakt. Die andere Sache ist, wir sind ja, nee, bleib ruhig da. Ja. Wenn du die Antwort erträgst. Wenn es um klare Kante geht und ihr habt euch informiert, dann würdet ihr wissen, dass Jürgen Elsässer, Ken Jebsen oder ich zu Ihnen konträr bin. Warum habt ihr dann genau meinen Auftritt hier so massiv bekämpft? Ich wäre ja eigentlich in die Höhle des Löwen gegangen.
Das möchte ich ganz klar beantworten. Ja. Ach so, okay, ich möchte keine Irritation mit dem... Genau, nein, ganz klar, die Antwort ist, weil Sie hier sind. Punkt. Sie, die Veranstalter, können sich nicht loslösen von den Verbindungen. Wenn Sie hier sind, tun Sie es ja auch nicht. Ich verstehe den rationalen Grund dahinter nicht. Sie müssen es jetzt ertragen kurz, ich halte mich kurz. Dennoch haben Sie ja auch keine Unterbrechung von mir erwartet haben. So, halten Sie, wenn ich irgendwo sage, ich möchte mich distanzieren von dem und dem Gedankengut. So, und trete bei den Veranstaltern auf. Dann ist diese Grenze nicht gegeben. Warum machen Sie es denn dann? Ihr sagt, ihr seid gegen die AfD. Und verwendet genau die Strategie der AfD. Ich wurde hier angegriffen, ich hätte beleidigt in einer Publikation. Auf die Frage, welche Beleidigung, kam nichts. Das ist typischer AfD-Stil. Wenn ich mit einer klaren Kante hier auftrete, dann ist es doch eher in eurem Sinn als in der Multiplikation der Kritikpunkte, die er bei den Veranstaltern vorbringt. Das stimmt. Ich möchte auch deeskalieren. Ich möchte nur sagen, die AfD heute hat mit verschiedenen Protagonisten und Mandatsträger gesagt, wir sehen das, was heute passiert, und wollen hier zur Unterstützung von Koblenz im Dialog kommen. Das ist doch nicht dann ganz logisch im Schluss. Klar, wir wollen hier keinen Brandmarken und ich benutze auch nicht das Vokabular von irgendwelchen Hexenjagden oder sonst was. Ich sage doch einfach nur, man muss Grenzen setzen zu denen, die bei Pegida aktiv sind. Nein, aber nicht konsequent. Weil das wird ja aufgezeichnet. Ich verstehe dich, das machen wir. Wir machen es aber auf eine andere Art und Weise. Eure Bewegung und ihr sagt klare Kante und dann geht er protestieren und dann macht er Terror. Aber ihr macht auch eins, ihr macht auch ganz andere Sachen, die eigentlich dazu nicht gehören, die zur Wahrheitsfindung dazu beitragen. Aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Wir machen es auf einen anderen Weg, weil wir denken, wenn wir eskalieren und nicht an die Leute rankommen, um zu wissen, warum sie dort. Manche haben einfach schlimme Vergangenheit, die sind einfach zu blöd, also die bei den Nazis da, also ich habe da ein paar Videos gehört, die sind saublöd. Manche, letztens ist irgendwo ein Video geteilt worden, da hat sich ein Schwuler, der bei Nazis in der Gruppe ist, geäußert bei einem im Internet. Und der wollte erzählen, weshalb er da hingegangen ist oder weshalb er sich da aufhält. Verstehen du dir den ganzen Kram nicht? Der wollte sich nur in der Gruppe zugehörig fühlen. Verstehst du? Wenn wir weiter so in diese Richtung, so ist unser Ansatz. Also ich denke, es ist ja immer ein Austausch, so wie wir das sehen. Nicht versuchen, die dann in ein Gespräch einzubinden. Bei manchen klappt es, bei manchen also ist Himmel und Erde verloren. Aber es gibt ja andere Intellektuelle, die einfach Argumente nicht wissen. Dann können wir sie sicherlich auch überzeugen, mit anderen zusammen vereint zu arbeiten. Verstehst du? Das ist wichtig, ja. Dann sind wir weniger aggressiv. Aggressiv geht es nicht drum. Es geht um klare Kante bei manchen Themen. Und Sabine, wenn du, Ralf und wie auch immer klare Kante und Distanzierung bringen müsste, das hatten wir früher auch schon mal gesprochen im Telefonat, klare Kante gegen verschiedene Protagonisten, dann ist das Ganze nicht so heiß. Das machst du aber nicht und das ist das Schlimme. Und deswegen würden immer mehr, es war sogar CDU heute bei der Gegendemo, ja, man kann sagen, das ist Lügenpresse, was auch immer, oder man kann sagen, vielleicht haben wir uns da mit falschen Leuten verbündet. Halt dich doch da fern von. Du, ich stehe zu meinem Wort. Wieso? Ich habe mich nicht mit falschen Leuten verbunden. Ich stehe zu der Freundschaft mit Guido, wenn du das ansprichst. Ich stehe auch zu der zu den Informationen, die der Ken Jebsen quasi liefert. Wenn man sich diese Interviews sehr, sehr genau mal anschaut oder anhört, dann hat er da sehr, sehr interessante
Gesprächspartner. Und das sind Themen, die müssen wir ansprechen. Die höre ich aber hier sonst nicht, also höre ich mir da ein Video an. Wenn du so ein Thema anbietest, komme ich gerne auch zu dir zu einem Vortrag, Olli. Die Vergangenheit war in dieser Parteigruppe, in der du jetzt bist, und weshalb ich erstmal nicht mehr dahin gegangen bin, weil wir über diese Probleme nicht mehr sprechen durften. Andreas Bohlender, der euch berät, hat diese Diskussionen überhaupt nicht gewollt. Ist egal, gut, wenn er euch nicht berät, aber zumindest ist er ja mit dabei. Und er schreibt Posting, hat den ganzen Tag Zeit und bewegt sich da im Internet, wie ich das von Menschen weiß. Naja, ist egal. Die andere Seite, wir haben das jetzt besprochen. Und ich finde es sehr, sehr toll. Ich finde es total cool, dass wir jetzt mal in den Dialog gekommen sind. Und ehrlich gesagt, es gibt bestimmte Dinge, die in Koblenz, die man zusammen auch machen kann. Weil die kann man nur zusammen lösen. Aber da kann man auch mal zusammen miteinander sprechen. Ich habe in dem Programm aber von der Partei zum Beispiel noch nicht irgendwas Spezielles gesehen, woran man sich da halten könnte. Verstehst du? Das müssen wir jetzt nicht heute erörtern, aber gibt es sowas irgendwann nochmal? Das macht auch Sinn. Also wenn du dich mit unserer Parteipolitik auseinandersetzt, wir arbeiten satirisch. Das heißt, man muss in allen Parteipunkten, die wir irgendwo anbieten, natürlich auch zwischenlesen. Wir sammeln die Leute auf, die eigentlich politikverdrossen sind. Wir möchten damit arbeiten, dass junge Menschen zu uns kommen können, die eventuell keine andere Partei finden oder nicht mit den Parteipunkten anderer Gruppierungen übereinstimmen können, und arbeiten satirisch daran. Martin Sonneborn zum Beispiel im EU-Parlament haben schon sehr viele Sachen durchgebracht mit Satire. Da steht dann nicht wortwörtlich drin, was er gerade macht, aber er bringt es durch, indem er die Sachen aufs Korn nimmt, indem er das einfach zuspitzt. Und so arbeiten wir. Das heißt, es ist immer schlecht zu sagen, es steht bei uns nicht drin. Man muss da zwischen den Zeilen lesen. Man muss sich da auch ein bisschen mit auseinandersetzen. Und daher ist ein Dialog extrem wichtig, wenn man das nicht unbedingt versteht. Ich kann verstehen, dass es vielleicht schwerfällt, das manchmal rauszulesen. Aber dann muss man sich mit uns auseinandersetzen. Und ich denke, also ich bin kein aggressiver Mensch. Ich bin kein Parolenmensch. Ich kann darüber sprechen und ich möchte auch darüber sprechen. Und ich möchte nicht irgendwie angegangen werden. Und ich finde es wichtig, dass wir jetzt überhaupt erstmal in Kontakt gekommen sind, um das besprechen zu können, um auch eventuelle Fragen, die du vielleicht hast, die auch Rolf vielleicht hat, einfach lösen zu können. Vielleicht versteht ihr dann, warum wir hier überhaupt sind, damit es einfach deeskalierender werden kann. Weil diese Anzeigen hin und her, Schickerei, das ist doch Schwachsinn. Also da kommt man doch auf keinen grünen Zweig. Nee, da kommt man prinzipiell nicht auf einen grünen Zweig, aber das hatte ja eine Reaktion und eine Gegenreaktion. Und wenn natürlich Vorwürfe im Raum stehen, die so nicht haltbar sind, also wenn jemand als Antisemit oder Rassist, auch wenn es nur inflationär diese Begriffe eingesetzt werden, also ich hatte da noch eine andere Kultur, mich zu verständigen oder gegen etwas zu argumentieren. Also bei mir waren dann die Argumente und ich lese dann immer genau, und wenn ich Fakten habe, dann kann ich damit aufwarten. Dann kann es natürlich sein, dass du eine andere Meinung hast und sagst, gut, ich verstehe deine Russlandliebe nicht, ich kann das nicht empfinden, weil ich da noch nicht war oder ich keine Menschen kenne oder ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich frage die Leute immer, hast du ein persönliches Problem damit? Was dich betrifft, ich war ja in Russland und habe genau zu diesem speziellen Punkt, weil ich ja immer von Rieke davon angesprochen wurde, in Russland nachgefragt. Bei verschiedenen Leuten, weil mich dieses Thema echt interessiert. Und Tschetschenien, die Reise, die ist mir angeboten worden, habe ich abgeblasen, weil dieser Ministerpräsident ein absolut homophober Typ ist. Andererseits habe ich mir dann überlegt, eigentlich müsstest du dahin fahren, weil du musst mit dem ins Gespräch kommen. Aber es gibt manche Leute, die lehnen Homosexualität einfach ab. Die sind homophobisch und die kannst du nicht von abbringen. Das heißt aber nicht, dass die Menschen das alles sind. Denn die Russen an sich, die sehen, da ist dieses Homophobe gar nicht da. Ich habe auch mit jungen Leuten gesprochen, auch mit Älteren. Das Problem ist, die haben in der Schule, in der Schulbildung, die alte WHO-Lehre mitbekommen. Und da kommen alte Leute noch nicht von weg. Die haben also mitgeteilt bekommen, dass in der WHO im Verzeichnis war, Homosexualität als Krankheit verzeichnet. Da kommen die nicht weg von. Da kannst du was machen, was du so 50 Jahre gelernt hast. Und bei den jungen Leuten ist es so, oder vielmehr, das waren auch Sportler, die haben Rugby gemacht, der hat mir das so erklärt. Ein Video gibt es da im Netz und das zeigt ein Rugby-Spieler, der so einen Puck, oder ein Eishockeyspieler, einen Puck ins Gesicht bekommen hat. Dann hat er sich geschüttelt. Und dann hat er mir die Szenen gezeigt, die Fußballspieler bei der WM aus Portugal und so weiter machen. Und dann noch nicht mal gestreift worden und sich wie ein Mädchen zurück so aufrollen und schreien. Das
das nennen die auch gay. Also das nennen die auch gay in dem Moment, weil die sich mädchenhaft verhalten. Und er sagt, wir wissen, dieser Sport, und jeder weiß das, ist ein harter Sport. Und wenn ich mich für diesen Sport interessiere, dann muss ich Manns genug sein und das irgendwie ertragen. Aber dann diese falschen Darstellung ist natürlich ganz blöd. Aber das war nicht das Hauptargument. Die sehen Lesben, Homos auch, oder diese unterschiedlichen anderen Geschlechter nicht gesplittet. Die sehen den Menschen im Ganzen. Verstehst du? Also sie stellen die Homosexuellen nicht auf eine extra Plattform. Und das ist wahrscheinlich das, was sie nicht richtig kommunizieren und rüberbringen können. Weil sie möchten nicht, dass sie besonders behandelt werden, weil sie jetzt dies, ja. Ganz kurz, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Es ist eine Unverschämtheit, wie viel Diskriminierung in Russland passiert, noch in Tschetschenien. Es sind Leute im Knast, es sind Leute, die sich einfach nur Händchen halten, wir nehmen in St. Petersburg und Russland und die ganz furchtbare Repressalien auserleben, auch aus, gerade aus meinem Freundeskreis. Du bagatellisierst das. Es ist... Erfahrung gemacht haben, deswegen. Es sind öffentliche Regeln und Gesetze, die das ausmachen, warum die WHO und auch die ganze Weltbevölkerung sagt, in Russland, wir schreien alle auf, es ist homophob. Ja, okay, sei vorsichtig hier, nicht, dass du stürzt. Ja, Tobi, ich danke dir, aber ich sage dir eins. Olli, ach, warum sage ich Tobi? Ja, ach, Tobi, mit dem Linken, nur noch eine Minute. Bei den Linken, der Tobias, und das wisst ihr alle, hat eigenmächtig diesen Aufruf für euch ins Internet gestellt. Und es ist in der nächsten Sprecherratssitzung ist es besprochen worden und da hat er richtig Ärger bekommen. Das sind von mehreren Mitgliedern dort bestätigt worden und ihr könnt der Annette, könnt ihr dankbar sein, dass sie ein Wort für euch eingelegt hat. Die hat nämlich gesagt, die Linke in Koblenz soll das Gesicht nicht verlieren und deshalb lassen wir diese Demonstration gewähren und machen kein, Moment, kein Gerück. Nee, habe ich eine Aussage und die ist 100%. Und die kann ich auch dir, die kann ich dir beweisen. Ich will nur mal die andere Geschichte erzählen. Sie haben gesagt, diese Demonstration ist nach 3 Tagen vergessen. Scheiß drauf. So war die Argumentation. Nicht, dass die ganze linken Gruppe hinter euch stellt. Das ist leider falsch. Das muss ich hier richtig stellen. Weil die Aussage ist mir auf den Weg gegeben worden, das gerade zu rücken. Ja. Schön, dass da eine Gerüchteküche ist. Aber natürlich der Sprecherrat und die Partei steht einheitlich da und alle Anträge, wie auch immer der Rede gesagt worden, sind einheitlich ohne Gegenstimme passiert. Also die öffentlichen Gegensachen als auch deine persönliche Post. Also gut, das sind jetzt Aussage gegen Aussage, aber ich glaube, ihr werdet es in der Parteigruppe klären. Das habe ich zugetragen. Nein, ich glaube, ihr werdet es ja. Ist ja auch kein Problem. Ich denke, nach der Wahl, nach der Kommunalwahl, bist du wahrscheinlich auch wieder bei den Grünen, denn dein Freund ist ja der Stadtrat von den Grünen. Na, also, na so, stimmt's doch, oder? Ja. Nee, jetzt, Celine, aber wir müssen immer bei der Wahrheit bleiben. Immer wenn es bitter wird, dann auf einmal macht er einen Rückzieher. Ne? Ja. Ich hoffe, dass du der Dicken erhalten bleibst. Ehrlich. Jetzt müssen wir aber Schluss machen, weil wir zu laut sind. Und ich verspreche euch aber, wir machen gemeinsame Themen. Gerne. Aber dann müssen wir uns mal absprechen. Gerne. Ist okay. Wir machen einen Termin und dann machen wir auch ein Thema aus. Ich danke euch jedenfalls. Ja, danke. Tschüss und schönen Abend euch noch. Vielen Dank der Polizei, dem Ordnungsamt.